Einen schönen guten Tag aus Hamburg. Mein Name ist Dirk Arnold. Ich habe das Vergnügen, Sie herzlich willkommen zu heißen, zusammen mit Professor Wündisch aus Marburg, zu diesem Videocast-Update Medizinische Onkologie Post-ESMO 2021. Sie haben es im Programm gesehen, es ist eine interaktive und Interstandort-Fortbildungsveranstaltung. Wir sind hier erstmals verbunden, hier aus dem Asklepios-Tumorzentrum in Hamburg, zusammen mit den Kollegen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg. Und jetzt machen wir gleich mal einen Test, ob das sehr gut klappt. Herr Wündisch in Marburg, können Sie uns hören? Sind Sie da in Marburg? Also wir hören Sie sehr gut und wir sehen Sie sehr gut. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hier aus Marburg, wir sind jetzt hier im Seminarraum des José Carreras Leukämiezentrums und neben mir zu meiner Linken Professor Neubauer, der Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie und rechts von mir Professor Wagner. Wir mussten ein bisschen improvisieren, aber jetzt klappt das, glaube ich, wirklich ganz gut. Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ja, also ein herzliches Willkommen aus Marburg und also wir können Sie hören und sehen und es geht Ihnen hoffentlich ebenso. In der Tat. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier diese beiden Abende zusammen zu verbringen mit, Sie haben es gesehen, 10 Programmpunkten, 10 interdisziplinären Sessions und hoffentlich auch möglichst interaktiven Sessions mit Fragen und Antworten, mit Vorträgen, mit Diskussionen, einfach um sozusagen zusammen das Update, wirklich die News und medizinische Onkologie zusammen hier auf den Teller zu bringen. Wir haben in dieser interaktiven Fortbildungsveranstaltung einige Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass wir uns ausgedacht haben, dass wir jeden Tag einen Tagesmoderator haben, der Sie durch den gesamten Tag, durch die gesamte Agenda führt. Und es ist am heutigen Tag Herr Professor Wündisch, den Sie gerade eben kennengelernt haben. Und mich begleitet hier in Hamburg Frau Privatdozentin Dr. Georgia Schilling auf der Seite neben mir, die sozusagen heute diesen Schwerpunkttag, und Sie haben es im Programm gesehen, der im Zeichen der gynäkologischen Tumoren, Mammakarzinom, supportiver Therapie und Thoraxonkologie steht. Und wir freuen uns besonders auf die Keynote-Lecture von Professor Neubauer zum Thema Immunonkologie und molekulare Onkologie. Und Sie haben auch gesehen, es bleibt nicht beim heutigen Tag. Der morgige Tag hat die Schwerpunkte gastrointestinale Onkologie und Uro-Onkologie. Also wirklich ein großes Programm und damit, glaube ich, können wir auch ohne viel Zeit zu verlieren in den Tag starten. Wir hatten vorgesehen ein kleines Grußwort von Professor Herborn und wie immer das der Teufel im Detail steckt, wenn virtuelle Formate da sind, sind alle da. Wenn es Live-Veranstaltungen hier im Norden Hamburgs gibt, dann sind nicht alle da, weil sie zum Beispiel im Stau stehen und so warten wir noch auf Professor Herborn. Aber ich bin mir sicher, wir haben ihn nachher im Studio. Und damit trete ich ab und möchte sozusagen für die Tagesmoderation an Herrn Wündisch und an Georgia Schilling übergeben. Viel Vergnügen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich grüßen aus dem Studio hier in Hamburg. Besondere Grüße gehen nach Marburg. Da habe ich vor vielen Jahren Medizin studiert und fühle mich dieser Uni immer noch sehr, sehr verbunden. Wir starten mit der ersten Session, mit den gynäkologischen Tumoren. Ich weiß schon, dass es da viel Spannendes gab. Herr Wagner, Sie sitzen schon in den Startlöchern. Der Professor Wündisch hat Sie ja vorgestellt. Neben mir steht Professor Gebauer. Er ist Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Asklepios Klinikum Barmbek und sein Schwerpunkt ist die Gynäko-Onkologie. Und ich würde dir jetzt gern das Wort übergeben, Gerhard. Ja, liebe Georgia, lieber Dirk. Vielen herzlichen Dank für diese einführenden Worte und wir wollen auch, glaube ich, gleich ins Programm einsteigen. Wir haben ein spannendes Programm, es ist ein großer Kongress gewesen und es ist natürlich immer ein Ritt durch einige von uns herausgegriffene Highlights, die wir dort wahrgenommen haben. Und Herr Professor Wagner und ich haben uns das so aufgeteilt, dass er zunächst mit dem Ovarialkarzinom anfängt und dann wechseln wir zum Cervix- und Endometriumkarzinom. Und lieber Herr Wagner, ich hoffe, Sie können mich jetzt hören und ich würde gerne Ihnen das Wort übergeben zum Thema Neues zum Ovarialkarzinom. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Gebauer. Viele Grüße nach Hamburg ans Asklepios Tumorzentrum. Ich wollte mal fragen, da ist es. Sehr schön, das werden wir jetzt so gemeinsam sehen. Ja, es war ein spannendes Jahr. Ich habe noch so ein bisschen Daten mit dazugepackt, auch vom ASCO, weil das, glaube ich, für unsere Standards eine wichtige Arbeiten waren, die Ihnen vorgestellt worden ist und versucht, den Bogen so ein bisschen zu spannen. Auch vielleicht zu den Neuerungen der Leitlinie, die in diesen nächsten Tagen erscheint, die Version 5.01 kommt und insofern wird ein Teil dessen, was wir jetzt hier sehen, schon mit eingearbeitet sein.
Die COIs, da wurden wir darum gebeten. Ich habe als Leitlinienkoordinator keine. Das liegt daran, dass die Leitlinien auch überwacht werden. Leitlinienwatch passt sehr gut auf, inwieweit hier Compliance-Phänomene gegeben sind. Und Sie sehen oben, die Leitlinie fürs OER-Karlsnorm hat die Note gut bekommen. Das war nicht immer so. Wir waren da schon mal sehr rot und haben da sehr viel nachgearbeitet. Also insofern, die COIs sind nicht unser Problem. Ja, beginnen wir einfach mit dem, was sicherlich heute noch häufiger Thema sein wird. Gibt es neue Daten zur zielgerichteten Therapie und hier insbesondere von den Checkpoint-Inhibitoren? Und ja, es gibt neue Daten auch vom letzten Jahr, nur einfach mal hinein projiziert, weil das so ein bisschen problematisch ist. Wir haben ja sehr viel gehofft, man wird auch sehr viel Positives heute noch hören. Aber für das OER-Karzinom haben wir mal eine negative Studie zu präsentieren, was die erfolgsverwöhnten Immuntherapeuten so vielleicht nicht erwartet haben, aber das ist ein bisschen im Studiendesign einfach auch geschuldet. Das soll aber nicht immer und nicht länger so bleiben. Und dafür ist jetzt wieder der ESMO aus der letzten Woche gut. Denn wir haben hier eine kleine, aber sehr feine Studie zum Einsatz von Atezolizumab in der Kombination mit Bevacizumab und in Kombination mit Aspirin. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Warum? Weil offensichtlich die vaskuläre Modulation durch VEGF und letztlich dann über das Endothelium einen Einfluss auch auf die Immunkompetenz hat, wenn wir hier mit Bevacizumab eingreifen und die Mediatoren der Prostaglandine auch versuchen zu beeinflussen. Also eine sehr spannende kleine Phase-2-Studie, die ein komplexes Design natürlich hat, also mehrere Kombinationen, 5 Kombinationen im Bevacizumab alleine, der Checkpoint-Antikörper alleine oder mit Aspirin und dann das Ganze nochmal zu dritt. Also eine sehr spannende Kombination. Ich mache es ganz kurz. Es ist natürlich eine Studie in einer sehr schlechten Kohorte. Es sind resistente Patienten und Sie sehen schon, dass die Kombination von BEV, also unserem Anti-VEGF-Antikörper und dem Atezolizumab in Kombination mit dem Aspirin den größeren Vorteil zeigt. Das ist zwar hier eine Verdoppelung, aber das ist wirklich ein ganz, ganz schlechtes Kollektiv. Spannend wird es, wenn man jetzt den Atezolizumab alleine sieht, das ist die unterste graue Kurve, dann ist das nämlich die schlechteste Kurve. Und BEV alleine liegt in der Mitte und die Kombinationen liegen halt oberhalb. Und das ist eigentlich das Spannende. Das zieht sich eigentlich durch diese Studie auch bei der TFST einfach durch. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in die Zukunft nehmen müssen. Derzeit laufen natürlich auch Studien in diese Richtung. Overall Survival sieht man das auch ein bisschen, aber das ist halt, wie gesagt, eine der schlechtesten Kurven. Was noch läuft dazu, ist die OVA-229, aber hier ist man auch in der Kombination mit BEV unterwegs. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann eine positive Studie wird. Das könnte natürlich einen neuen Standard in der Rezidivtherapie definieren. Ja, das war's vom ASCO, Antikörper Antikörper gegen VEGF. Waren am ASCO ein Thema und deswegen nehme ich das ein bisschen mit rein, weil ich damit auch noch die Standards der Primärtherapie mitdefinieren würde, weil dann auch wesentliche Aussagen vom ESCO dazu getroffen worden sind. Der Standard ist eigentlich schon jetzt viele, viele Jahre neben der Chemotherapie definiert, Carboplatin, Paclitaxel, Bevacizumab in der Kombination. Und das geht in erster Linie auf diese Studie zurück, die ICON-7 gemeinsam mit der GOG-218, in der Kombination und über 18 Zyklen, sprich 15 Monate in Kombination. Das Ganze vorwiegend in der High-Risk-Gruppe mit einem Erfolg fürs PFS, aber auch fürs Overall Survival in dieser Gruppe gepaart, aber für dieses Gesamtkollektiv nur, was das PFS angeht. Trotzdem, und hat das den Standard definiert. Und die Frage, die eigentlich uns beschäftigt hat bis zu diesem Jahr, bis die Antwort kam aus dieser Studie, war die Frage, wie lange soll ich eigentlich einen Antikörper nehmen? Und die 15 Monate sind ja im Prinzip fix dosiert gewesen. Und hier ist im Prinzip 15 gegen 30 getestet worden, beziehungsweise bis zum Progress. Das Design relativ einfach, ähnelt der ICON 7. Und ich mache die Geschichte ganz kurz, weil es gibt keinen Unterschied, sodass die 15 Monate ausreichend bleiben. Das PFS ist 39 Monate gewesen, das ist sicherlich sehr, sehr gut. Beziehungsweise die Gruppe, die vielleicht noch schlechter war mit den schlechten Tumorresten, wo wir eigentlich die größten Erfolge gesehen haben, da hat sich eigentlich nicht viel gezeigt, da blieb es bei den 19 Monaten, was an sich schon für dieses Kollektiv ziemlich gut ist. Aber wie gesagt, eine Verlängerung bringt da nichts. Trotz alledem ist das in Deutschland Standard. Die Qualitätssicherung geht ja immer ein paar Jahre zurück. Die blickt also immer 4 Jahre zurück. Und der Standard ist also in bis zu 70% die Kombination aus dem Antikörper und unserer Chemotherapie. Und das hat Konsequenzen für die nächsten Erhaltungstherapien.
die mich jetzt aus den PARP-Inhibitoren resultieren. Und an die haben wir uns gewöhnt. Ich will jetzt nicht auf die Biologie eingehen, aber das Hemmen des PARP-Komplexes ist letztlich führt zur Hemmung auch der Einzelschrankbruchreparatur, was dann letztlich auch Konsequenzen hat für die Behandlung mit anderen Zytostatika. Um es ganz kurz zu machen, mit dieser Studie hat sich das zum Standard in der Rezidivtherapie entwickelt. Und das hat auch Konsequenzen für die Leitlinien gehabt. Es ist mittlerweile Standard, dass in einer Rezidivtherapie auch mit und ohne Mutation diese Substanzen eingesetzt werden. Und das ist genau das Problem, auf das ich hinaus will, weil das sind jetzt die Second-Line-Therapien. Aber die First-Line ist spätestens nach dieser Arbeit genau von dem gleichen Mechanismus getragen. Und diese Daten haben wirklich die Wände wackeln lassen, weil wir mittlerweile nicht mehr von PFS-Raten von 19 bis 26 Monaten reden, sondern Sie sehen sage und schreibe bei Patienten mit Mutation unter Einsatz der PARP-Inhibitoren in der First Line 56 Monate PFS, was wirklich unglaublich ist. Und das macht natürlich auch Mut für unsere Patienten und das hat auch Konsequenzen. Das war im letzten Jahr eine Leitlinie, Grund dafür, das mit einer sehr hohen Empfehlungsgrad in die Leitlinie aufzunehmen. Aber die Welt hat sich weitergedreht, weil wir nämlich in 21 weitere Daten bekommen haben und da haben wir uns entschlossen, und diese Empfehlung wird es nächste Woche im Prinzip online geben, die Erhaltungstherapie für alle Patienten im Prinzip zu empfehlen mit einem sehr starken Empfehlungsgrad. Und Sie wissen vielleicht, dass die Studien zu den PARP-Inhibitoren weitergegangen sind. Es sind jetzt mehrere First-Line-Studien, die auch nicht mehr unterscheiden zwischen mutiert und nicht mutiert, sondern weitere Tests noch eingeführt haben, die hier auch bei uns in Marburg durchgeführt werden können. Die HRD-Testung durchzuführen ist mittlerweile auch ein wichtiger Punkt. Und hier die Daten zum Miraparib oder zum Olaparib. Unterschied ist, dass Olaparib bei HRD-Negativen im Prinzip keine Wirksamkeit hat. Trotz alledem hat das in die Leitlinie jetzt Einhalt gefunden und es werden jetzt eigentlich gleichwertig nebeneinander die Substanzen Bevacizumab, PARP-Inhibitoren und die Kombinationen empfohlen. Natürlich in Abhängigkeit vom Mutationsstatus, weil die Daten zu den mutierten Patienten natürlich dementsprechend hervorragend sind. Ja, da kann man natürlich jetzt Algorithmen definieren, das muss jede Klinik für sich ein bisschen selber noch wissen. Wir wissen, wann Patienten Bevacizumab brauchen, wenn sie mutiert sind, dann die Kombination einzusetzen. Und gerade bei Low-Grades, da haben wir diese Dinge natürlich noch nicht zur Verfügung. Ja, aber warum erwähne ich das? Ich erwähne das deswegen, weil wir natürlich immer mehr Patienten haben werden, die PARP-Inhibitoren schon erhalten haben. Die Frage ist, und das hat ESMO im Prinzip gut beantworten können, inwieweit PARP-Inhibitoren auch nach dem bekannten Einsatz von PARP-Inhibitoren noch einsatzfähig sind. Und es ist eine Phase-3-Studie, die bei Patienten mit Vortherapien im Prinzip den Effekt einer Reinduktion mit PARP-Inhibitoren prüfen. Und man sieht, dass die Studie eigentlich sehr kompliziert aufgebaut ist. Es geht halt um Kohortenbildung, Mutierte, Nicht-Mutierte. Aber die Ergebnisse sind eigentlich etwas, was für die Studie spricht. Vortherapierte Patienten, teilweise bis zu 4 Vortherapien, das muss man sicherlich im Hinterkopf haben, um die Daten zu interpretieren. Aber auch hier kann man das eigentlich sehr schön abkürzen. Die Hinzugabe eines PARP-Inhibitors, auch nach Vortherapie mit einem PARP-Inhibitor, egal in welcher Linie und in welcher Kohorte, hier die Mutierten, die Nicht-Mutierten oder auch die HRD-positiven Patienten profitieren von einer zusätzlichen Gabe. Also ist die Botschaft, die wir wahrscheinlich im nächsten Jahr dann in der Leitlinie integrieren können, dass eine PARP-Inhibition nach PARP-Therapie letztlich funktionieren wird. Das Ganze mit den entsprechenden Nebenwirkungen, insofern wieder eine ganz bedeutsame Studie, die wir seit letzter Woche haben. Die Frage ist auch noch, inwieweit andere Kombinationen eine Rolle spielen. PARP-Inhibitoren lassen sich auch mit antivaskulären Substanzen kombinieren, hier das Cediranib als TKI. Da gibt es auch eine neue Studie, die jetzt in dem Kollektiv der resistenten Tumoren eingesetzt worden ist und ist auch sehr spannend. Sie erinnern sich vielleicht im letzten Jahr Daten in dem platinsensitiven Kollektiv und zum ersten Mal eine Kombination, die eben nicht Chemotherapie enthält, gegen eine platinbasierte Chemotherapie getestet. Die Daten waren sehr einfach, also leider mit hoher Toxizität wegen der TKIs, aber zumindest ähnlich, vielleicht sogar besser als eine Chemotherapie, also ein chemotherapiefreies Regime. Und jetzt bei resistenten Patienten das der gleiche Ansatz. Einfach Studie mit Crossover-Möglichkeiten bei Progress. Wahnsinnig vortherapierte Patienten. Und diesbezüglich bei der Resistenz natürlich ein Kollektiv, wo wir neue Fragen brauchen. Und hier erstmal der Vergleich. Paclitaxel gegen Olaparib, kein Unterschied.
Und bei der Kombination sehen wir, dass gegenüber dem Olaparib die Kombination letztlich einen Vorteil hat. Das leider natürlich unter dem entsprechenden Nebenwirkungsprofil, aber in der Gruppe ist das natürlich schon mal ein deutlicher Fortschritt. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, im Prinzip auch in Zukunft wahrscheinlich auch an chemotherapiefreie Kombinationen zu denken. Bei den Nebenwirkungen ist es ein Wechsel gegenüber den Chemotherapien. Das sieht man natürlich bei der Alopezie. Aber gerade was gastrointestinale Symptome angeht, sicherlich sind die Kombinationen der TKIs immer ein bisschen benachteiligt. Also im Grunde genommen sehr, sehr spannende Daten. Das alles versuchen wir jährlich in die Leitlinien zurückzubringen. Und für die, die es interessiert, ein internationales Publikum haben. Wir haben die Patientenleitlinien mittlerweile übersetzen lassen. Wir sind jetzt bei Arabisch und Türkisch angelangt. Weitere Sprachen werden folgen. Wenn jemand diese Aufklärungsbögen bestellen möchte, direkt bei der Krebshilfe. Ja, ganz herzlichen Dank nach Hamburg und für Fragen stehe ich zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Spannenden Überblick über die aktuelle Studienlage zum Ovarialkarzinom. Und man muss ja wirklich an dieser Stelle sagen, ich glaube, in den letzten 20 Jahren ist die Einführung der PARP-Inhibitoren ein wirklicher Quantensprung beim Ovarialkarzinom in letztendlich jeder Situation, wie wir beim Ovarialkarzinom kennen. Ich habe hier vor mir ein iPad und Sie können im Chat auch Fragen stellen. Im Moment habe ich hier Hallo aus Hamburg, aber keine Fragen. Ich rufe Sie gerne dazu auf, sich im Chat auch zu melden und mit uns in Diskussion zu treten, auch wenn wir es hier nicht direkt vor Ort können. Vielleicht von meiner Seite eine kurze Frage an Sie, Herr Wagner. Sehen Sie außer bei Low-Grade-Karzinomen und außer limitiert durch Toxizität Patienten mit dem Ovarialkarzinom, bei denen Sie einen PARP-Inhibitor nicht geben würden? Tja, also erstmal, wir haben uns alle schon sehr, sehr dran gewöhnt, dass wir Patienten mit Bevacizumab in eine, ja, möchte ich sagen, in eine andere Phase der Erkrankung bringen können. Und das darf man nicht vergessen. Ich habe das an verschiedenen Stellen schon mal darauf hingewiesen, dass die Studien mit PARP-Inhibitoren randomisieren erst nach Abschluss der Chemotherapie, die meisten. Und das bedeutet, dass sie mit unseren Patienten erstmal dahin kommen müssen. Und in der einen oder anderen Zulassungsstudie sind einfach mal so 10-15% der Patienten verschwunden. Und deswegen sehe ich als erstes immer mal die Frage, wir müssen erstmal in den Status einer Erhaltungstherapie kommen. Also das nochmal zum Thema, dass BEV nicht sozusagen von der Bildfläche verschwunden ist. Gerade zumal es sich natürlich sehr stark etabliert hat. Und dann ist immer die Frage, wie mache ich weiter? Nutze ich die Kombination? Und dann wird es schon ein bisschen kompliziert. Das heißt also, Patienten, die kein BEV brauchen, die kriegen ein PARP-Inhibitor und dann ist auch die Substanz klar, weil es dann Niraparib sein wird. Und wenn ich mit BEV anfange, muss ich mir den Weg der Testung sozusagen auferlegen. Und dann wird die Kombination vielleicht eine andere sein. Also das, ich glaube, dass der größte Teil von unseren Patienten das bekommen wird. Und dementsprechend war auch die Studie jetzt auch im ESMO so wichtig, dass wir die Reinduktion sehen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass fast alle Patienten entweder mit oder ohne Testung auf den PARP-Inhibitor kommen. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar nochmal. Und ich denke, genauso wird es in den nächsten 1 bis 2 Jahren sich ja dann doch entwickeln, dass wir die meisten Patienten entsprechend vortherapiert haben. Umso wichtiger, dass wir jetzt auch dazu Daten haben, dass PARP-Inhibitoren auch danach noch eine hohe Wirksamkeit zeigen. Ich schaue nochmal in den Chat. Ich sehe da im Moment keine Fragen. Und insofern würde ich vorschlagen, wir wechseln das Themengebiet. Wir bleiben in der gynäkologischen Onkologie und kommen jetzt zu den Daten Cervix und Endometriumkarzinom. Darf ich die Regie einmal um die Präsentation bitten? Wunderbar. Auch bei mir Interessenskonflikte keine. Und ich würde gerne 2 Karzinome mit Ihnen in den nächsten Minuten einmal besprechen. Einmal das Cervix-Karzinom, First-Line-Studien, Multiline-Studien und dann wechseln zum Endometrium-Karzinom. Und in den Fokus möchte ich das Thema der Immuntherapie stellen, das bei diesen beiden Malignomen einen erheblichen Stellenwert inzwischen gewonnen hat. Und vor allen Dingen, wir haben sehr wenig an Studiendaten zur Systemtherapie dieser Karzinome über viele, viele Jahre gehabt. Und das hat sich mit der Einführung der Immuntherapie grundlegend gewandelt. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Studien. Und da möchte ich Sie ganz kurz mit auf einen Ritt durch die wichtigsten auf dem ESMO-Meeting präsentierten Studien nehmen. Nun, das ist so ungefähr der Standard, wie wir heute ein metastasiertes Cervix-Karzinom behandelt haben. Typischerweise Kombinationschemotherapie, Cisplatin, Paclitaxel, Bevacizumab und in der nächsten Linie, ja, da wird es dann schon sehr schwierig. Unsere Studiendaten sind sehr, sehr wenig umfassend und es geht mehr darauf hin, dass man dann schaut, was, glaube ich, kann ich einer Patientin an Therapie, Chemotherapie zumuten. Nun, dieses Regime, diese Abfolge wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit in Frage gestellt werden oder gegebenenfalls ergänzt werden.
Und unter anderem ist dafür verantwortlich diese Studie. Hier eine Studie zu Pembrolizumab plus Chemotherapie versus eine Chemotherapie für Patienten mit fortgeschrittenen Cervixkarzinomen. Das ist die KEYNOTE-826-Studie. Eine Studie in der First-Line-Situation beim Cervixkarzinom. Sie sehen hier einmal das Studiendesign, relativ einfach, zweiarmige, randomisierte Studie. Der eine Arm eben unter Hinzunahme von Pembrolizumab zu Chemotherapie plus minus Bevacizumab versus eben Placebo plus Chemotherapie plus minus Bevacizumab. Wichtig bei all diesen Studien mit einem PD-L1-Inhibitor ist natürlich zu schauen, ist der Tumor möglicherweise resistent oder empfänglich gegenüber dieser Therapie. Und so hat man auch in dieser Studie die Patienten stratifiziert nach dem CPS-Score unter 1, 1 bis 10 und über 10, was vielleicht mit dem Ansprechen möglicherweise korreliert. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Und wir werden einfach ganz kurz uns nur die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie anschauen. Und Sie sehen hier über die Gesamtpopulation zunächst einmal das progressionsfreie Überleben. Die obere Kurve in grün ist die Kurve mit der experimentellen Therapie unter Hinzunahme von Pembrolizumab. Und die darunterliegende Kurve, das ist die Kurve der Patienten Chemotherapie plus minus Bevacizumab ohne Immuntherapie. Wenn wir das etwas weiter differenzieren, sehen Sie hier die Patientin mit einem CPS-Score über 1. Sie sehen, dieser Unterschied ist deutlich da. Und die Patienten mit einem CPS-Score über 10, dieser Unterschied ebenfalls da. Wenn wir uns im Forest-Plot dann anschauen, welche Gruppen profitieren besonders von dieser Therapie, so ist einzig die Gruppe mit einem CPS-Score unter 1 die Gruppe, bei der kein wirklicher Benefit gezeigt werden konnte. Diese Gruppe ist allerdings relativ klein in dieser Studie. Alle anderen Subgruppen haben einen Vorteil zugunsten der Hinzunahme der Immuntherapie. Wir können uns das Ganze noch fürs Overall Survival angucken, dem härtesten Parameter, den wir in der Onkologie heranziehen. Sie sehen hier genau das Gleiche. Das ist die Gesamtpopulation, auch hier die grüne Kurve, die obere Kurve, die inklusive Immuntherapie und die darunterliegende, die ohne Immuntherapie, hier für CPS-Score über 1, CPS-Score über 10. Sie sehen ein identisches Bild, das heißt, das progressionsfreie Überleben übersetzt sich, wenn Sie so wollen, 1:1 in einen Vorteil für das Gesamtüberleben. Und auch hier für das Overall Survival nochmal die Subgruppenanalyse im Forest Plot. Und auch hier sehen Sie die Patienten, die einen CPS-Score von unter 1 haben, sind diejenigen, die hier keinen signifikanten Benefit zeigen. Alle anderen Gruppen scheinen hier tatsächlich zu profitieren. Nun, Immuntherapeutika bringen neue Nebenwirkungen mit sich. Das ist ganz wichtig zu sagen. Über das, was wir von dem Spektrum der Nebenwirkungen einer Chemotherapie hinaus kennen, multiple Nebenwirkungen, endokrine Nebenwirkungen, pulmonale Nebenwirkungen, die auch durchaus relativ häufig auftreten, die auch wirklich gravierend sein können, das gilt es zu beachten, wenn wir Patienten mit solchen Behandlungen künftig viel intensiver tatsächlich behandeln. Zusammenfassung, Pembrolizumab plus Chemotherapie mit oder ohne Bevacizumab bringt bei diesen Patientinnen einen deutlichen Vorteil im Overall Survival und im progressionsfreien Überleben. Und damit ist das eine Therapie, die möglicherweise einen neuen Standard of Care für diese Patientin definieren mag. Ja, meine Zusammenfassung zu dieser Studie, es ist eine wirklich große Phase-3-Studie. Es sind über 600 Patienten eingeschlossen. Das ist beim Cervixkarzinom wirklich eine große Studie. Wir haben wenige Studien mit einem solchen Umfang. Die Studie ist rundum positiv für alle Endpunkte. Overall Survival, progressionsfreies Überleben, relatives Risiko etc. Plattenepithel und Adenokarzinome sind gleichermaßen eingeschlossen worden. Und bei allen Patienten mit einem CPS-Score über 1 wurden diese Parameter verbessert. Offene Fragen: Wie sieht es aus bei Patienten, die PD-L1 negativ sind? Und es ist auch unklar, ob primär metastasierte Patienten von einem solchen Regime Quadvitam profitieren könnten. Letzte Frage aus dieser Studie, die wir nicht beantworten können, ist die Kombination mit Bevacizumab essentiell oder können wir möglicherweise auch ohne Bevacizumab hier diese Therapie durchführen? Nun, so viel zum Thema primärmetastasiertes Cervixkarzinom, bei dem wir diskutieren müssen, ob Pembrolizumab künftig zum Standard of Care in der First Line gehört. Die Frage ist aber, was machen wir bei Patienten, die eine platinhaltige Vortherapie erhalten hatten? Und hier ist die Studienlage sehr heterogen. Es gibt eine Reihe von Substanzen, die potenziell wirksam sind, aber auch hier ist kein wirklich überlegener Standard of Care zu erkennen. Hier möchte ich Ihnen auch eine Präsentation aus dem jetzigen ESMO-Meeting zeigen, Empowered Cervical One Study, eine Studie, die sich um die Multiline-Situation gekümmert hat bei Patienten mit Platin-Vortherapie. Auch hier ein relativ einfaches Studiendesign, zweiarmige Studie, die verglichen hat, einmal eine Therapie nach der individuellen Auswahl des jeweiligen Therapeuten mit Cemiplimab als zweiten Arm.
Cemiplimab ist ein Immuntherapeutikum. Auch dieses richtet sich gegen PD-L1. Das ist also ähnliche Schiene, wie wir es gerade für das Pembrolizumab schon gesehen haben. Und wir können vielleicht über das Study Design kurz rübergehen. Auch hier zeige ich Ihnen einmal die Überlebensdaten. Und Sie sehen hier die Gesamtpopulation. Und auch hier ist die obere Kurve die Gruppe, die eine Immuntherapie erhalten hat. Die untere ist dann eine typischerweise Monochemotherapie unterschiedlichen Ausmaßes. Und Sie sehen, die Patienten scheinen hier zu profitieren. Dieser Benefit zeigt sich allerdings erst nach einiger Zeit. Und wenn wir hier die Gruppe nochmal differenzieren, das sind Plattenepithelkarzinome, bei denen wir Ähnliches sehen. Und dann kommen hier noch die Adenokarzinome, bei denen die Kurven schon von Anbeginn an relativ deutlich auseinandergehen. Auch hier kann man sich die verschiedenen Subgruppen noch einmal anschauen. Wichtig, auch hier auf den PD-L1-Status zu achten. Und ich hoffe, Sie können das in diesem abfotografierten Slide erkennen. In der unteren Gruppe befinden sich die Patienten mit positivem und negativem PD-L1-Status, der hier offensichtlich zur Differenzierung, welche Patienten profitieren besonders, tatsächlich nicht herangezogen werden kann. Also die Gesamtgruppe dieser Patienten nach entsprechender Vortherapie, einer platinhaltigen Chemotherapie in der First-Line-Situation hat hier tatsächlich profitiert im Vergleich zur Therapie des Therapy of Physician's Choice. Ja, in diesem Sinne auch eine positive Studie, die zeigt, Immuntherapie ist für die Behandlung von Cervixkarzinomen eine wirklich interessante, neue und effektive Therapieoption, sowohl in der First-Line als auch in der Multiline-Situation, sodass wir uns künftig überlegen müssen, was wir nach platinhaltiger Chemotherapie tun, wenn eine Immuntherapie nicht zuvor erfolgt ist. Und hier ist eben eine Immuntherapie unabhängig vom PD-L1-Status eine sehr interessante Option. Meine Damen und Herren, so viel zum Ritt durch die Daten Cervixkarzinom. Ich komme zum Endometriumkarzinom. Auch hier zunächst etwas zum Thema der Immuntherapie. Und hier möchte ich Ihnen die KEYNOTE-775-Studie vorstellen. Die Kombinationstherapie Levantinib-Pembrolizumab versus einer Chemotherapie bei fortgeschrittenen Endometriumkarzinom. Auch das ist eine Phase-3-Studie, eine Phase-3, die hier nochmal in einer Subgruppenanalyse sich um verschiedene histologische Subtypen gekümmert hat beim Endometriumkarzinom. Eine Post-hoc-Analyse, die sicherlich weitere Hypothesen uns erlaubt, aber sicherlich nicht eine Studie, die jetzt neue Standards definiert. Eine große Arbeit von über 800 eingeschlossenen Patientinnen. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie wenig Daten wir zum Endometriumkarzinom die letzten Jahre eigentlich immer zur Verfügung gehabt haben, so finde ich, ist es wirklich ein großer Schritt, dass wir jetzt in der Lage sind, auch beim Endometriumkarzinom, dem letztendlich häufigsten Malignom in der gynäkologischen Onkologie, Studiendaten vorlegen zu können. Und was Sie hier einmal sehen, sind Daten zum PFS unterschiedlicher Histologie. Endometrioide Karzinome, klarzellige Karzinome, seröse Karzinome. Und Sie sehen, für alle diese unterschiedlichen histologischen Typen gibt es einen Vorteil für das progressionsfreie Überleben einer chemotherapiefreien Option, die Sie hier in den jeweils oben grün dargestellten Kurven sehen. Sie sehen das hier für Patienten oder haben es gerade gesehen für Patienten mit einer PMMR und hier sehen Sie für die Gesamtgruppe ein gleiches Bild. Auch hier ist die Immuntherapie eine außerordentlich wirksame Möglichkeit, unabhängig davon, was für ein histologisch zugrunde liegendes Endometriumkarzinom wir tatsächlich haben. Over-Survival, ähnliche Daten. Auch hier übersetzt sich das progressionsfreie Überleben in einen Vorteil für das Gesamtüberleben. Insofern unterstreicht das, glaube ich, nochmal den Stellenwert dieser neuen Therapieoptionen. Wenn wir uns hier einmal die Subgruppen nochmal anschauen, ist es ein ähnliches Bild, wie ich es Ihnen schon für Cervixkarzinom gezeigt habe. Es gelingt uns eigentlich nicht, Subgruppen zu identifizieren, die keinerlei Nutzen haben. Im Wesentlichen ist auch das Thema PMMR nicht der alleinige Parameter, um eine Immuntherapie für diese Patienten zu induzieren. Wir sehen allerdings bei den Patienten, die eine Multiline-Situation haben, also die bereits eine vorherige Platin-Therapie hatten, tatsächlich weniger Effekte, sodass wahrscheinlich diese Therapiekombination einer First-Line-Situation vorbehalten werden sollte. Ja, zusammenfassend, das ist eine Post-Hoc-Analyse. Insofern muss man vorsichtig sein mit der Interpretation dieser Daten. Aber im Wesentlichen lässt sich sagen, dass unabhängig vom histologischen Subtyp eine solche chemotherapiefreie Option eine interessante Therapiemöglichkeit darstellt, zumindest in der First-Line-Situation für Patienten mit einem fortgeschrittenen Endometriumkarzinom. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich Ihnen eine Präsentation zeigen, die ich sehr bemerkenswert finde, bei der allerdings auch vorweg zu sagen ist, wir haben in Europa operativ andere Standards, als es zum Beispiel in den USA der Fall ist, sodass man sicherlich das Thema sehr kritisch diskutieren kann. Es geht um die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie beim Endometriumkarzinom. Und von Abrostrum wurde eine
Präsentation dort gehalten, die ich sehr, sehr spannend fand, sehr interessant fand, die letztendlich die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie beim Endometrium-Karzinom mehr oder weniger zu einem Standard erklärt hat. Man kann das sicherlich kritisch sehen, aber es gibt trotzdem einige Dinge, die hierbei, glaube ich, ganz spannend sind und die ich Ihnen einmal kurz zusammenfassen möchte. Sie wissen, wir führen die Lymphadenektomie beim Endometriumkarzinom durch, um eine Verbesserung des Stagings zu erreichen und damit auch eine bessere Indikationsstellung für adjuvante Therapien treffen zu können. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, können wir mit der Bildgebung nicht das Gleiche erreichen? Müssen wir wirklich Patienten operieren? Die Antwort ganz klar, ja. Wir haben eine sehr, sehr hohe Falsch-Negativ-Rate, wenn wir nur in der Bildgebung inklusive PET-CT die Patienten untersuchen. Das heißt, ein invasives Staging mit einer Lymphadenektomie ist letztendlich essentiell, um adjuvante Therapien korrekt indizieren zu können. Bei uns heißt Lymphadenektomie systematische pelvine und paraortale Lymphadenektomie. Der Sentinel spielt in der gegenwärtigen Leitlinie und die neue Leitlinie oder die neue Version der Leitlinie, die Ende des Jahres publiziert werden wird, wird es ähnlich sehen, spielt der Sentinel keine Rolle für die Standardvorhergehensweise. Das wird in anderen Ländern anders gesehen. Warum? Es wird deshalb anders gesehen, weil die Morbidität gerade bei älteren Patienten, komorbiden Patienten, der systematischen Pelvinen und vor allen Dingen der paraortalen Lymphadenektomie nicht zu verachten ist. Die Frage ist nun, welche Patienten können wir mit einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie behandeln? Und grundsätzlich würden wir, was eine Lymphadenektomie anbelangt, bei etlichen Patienten auf diese verzichten, zum Beispiel T1-AG1-Patienten. Das Interessante ist natürlich, wenn wir eine Technik anwenden können mit geringerer Morbidität, stellt sich natürlich die Frage, ob man auch bei diesen Patienten gegebenenfalls eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie vertreten könnte und damit möglicherweise die Indikation zu adjuvanten Therapien besser stellen könnte. Und das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Auch bei diesen Patienten T1-AG1 gibt es in einem gewissen Prozentsatz Lymphgefäßeinbrüche und dementsprechend auch positive Lymphknoten. Zahlen hier, die Daten von Abrostrum hier vorgestellt, etwa bei 12%, was relativ viel ist. Und wenn Sie das im Detail nochmal anschauen, dann sind die Patienten mit einer relativ oberflächlichen Infiltration des Myometriums immerhin noch mit 6%, auch bei den G1-Patienten, nodal positiv. Und die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie könnte hier gerade für diese Gruppen eine interessante Option darstellen. Standard ist Technik mit ICG, Sie sehen das schematisch auf der rechten Seite, Sie spritzen ICG in die Cervix ein und dann laparoskopieren oder robotisch operieren Sie die Patientin, können dann im Fluoreszenzlicht die Färbung von Lymphknoten und Lymphbahnen darstellen und dann möglicherweise etwas gezielter operieren. Die Frage ist, können Sie sich begrenzen auf die pelvine Lymphadenektomie oder vielleicht auch die pelvine Sentinel Lymphadenektomie oder müssen Sie paraortal operieren? Das ist sicherlich ein Thema, das sehr umstritten ist. In dem Kollektiv, das hier vorgestellt wurde, war die Zahl positiver Lymphknoten paraortal bei den Patienten, die pelvine oder negativ waren, nur bei 2,5%. Das ist sehr wenig, entspricht nicht ganz den Daten, wie wir sie aus Deutschland kennen. Das kann aber daran liegen, dass wir zum Teil auch radikaler operieren, mehr Lymphknoten zu dem Pathologen dann übersenden, sodass vielleicht die Aussagekraft der Lymphadenektomie mit einem etwas ausgedehnteren operativen Vorgehen etwas besser wäre. Nun, meine Damen und Herren, es gibt aber auch aus Europa Publikationen, die sich mit diesem Thema sehr intensiv befassen. Hier zeige ich Ihnen nur mal einen Ausschnitt einer Arbeit in Gynecologic Oncology publiziert, wo letztendlich gezeigt werden konnte, dass die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei korrekter Durchführung zum gleichen Überleben führt. Ich denke, das wird ein sehr spannendes Thema in Zukunft bleiben. Wir werden da sicherlich auch Veränderungen in der Leitlinie sehen. Wir werden möglicherweise eine Sentinel-Guided Lymphadenektomie in Zukunft kriegen. Ich glaube, der Verzicht auf die Lymphadenektomie ist momentan noch ein bisschen früh. Insofern, wenn Sentinel, Standardmarkierung ICG, technisch einfach durchführbar, gezielt durchführbar, geringe Morbidität, kann auch in frühen Stadien, bei denen wir sonst auf eine Abklärung verzichten würden, indiziert sein. Ich glaube, das ist der spannendste Punkt. Aber die systematische LNE bleibt momentan noch in den deutschen Leitlinien der Standard. Und die Sentinel-Lymphadenektomie eine Einzelfallentscheidung, kann aber in Zukunft vielleicht ein gezielteres Operieren ermöglichen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren. Ich schaue noch mal hier auf mein Tablet, ob es Fragen gibt. Jetzt ist das Tablet aber leider tot. Da brauche ich jetzt einmal Hilfe aus der Regie. Georgie, kannst du mir helfen? Ich soll einen Code eingeben. Ich kenne den Code leider auch ja, nicht. Ja, das ist natürlich ein Problem. Kann uns Marburg noch hören? Ja, Marburg kann hören. Und die eine Frage ist, was sind die wichtigsten Kardinalzeichen für Endometriumskrebs bei Frauen nach der Menopause aus dem Chat? Die anderen hatten sich während des Vortrags beantwortet, die anderen Fragen. Ja, wir haben
das ist auch in der Leitlinie, glaube ich, gut abgebildet, nicht mehr den Reflex, dass jede Patientin, die einen Ultraschall kriegt, wo man irgendwas sieht im Uterus nach der Menopause, dann kuratiert wird, sondern das Kardinalzeichen ist die Postmenopausenblutung. Und bei der Postmenopausenblutung können wir heute in Einzelfällen auch auf die histologische Abklärung verzichten. Typischerweise ziehen wir hier dann den Vaginalschall ran. Hat die Patientin ein sehr flaches Endometrium unter 3 mm, ist die Wahrscheinlichkeit eines Endometriumkarzinoms außerordentlich gering. Das heißt, einmalige Postmenopausenblutung, vielleicht aus Atrophenendometrium, können wir ein abwartendes Vorgehen vertreten. Wenn die Patientin nochmals blutet, ist die Abrasio Standard. Oder wenn sie eine Postmenopausenblutung hat plus ein erhöhtes Endometrium über 3 mm, ist die Abrasio der Standard. Trotzdem haben die meisten dieser Patienten am Ende kein Endometriumkarzinom. Die Abrasio zum Ausschluss eines Endometriumkarzinoms bei asymptomatischen Patienten sollte nicht der Standard sein. Vielen Dank. Ich glaube, damit ist das sehr gut beantwortet. Vielleicht eine Frage von mir. Wie handhaben Sie es bei sich im Haus oder jeweils auch jetzt nach den Daten mit der, in frühen Stadien mit der Lymphadenektomie? Also ich glaube, eine spannende Frage ist tatsächlich, wie gehen wir mit den Frühstadien niedriges Grading G1 um? Da glaube ich, ist die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ein durchaus interessantes Tool, um die paar Prozent der Patienten zu identifizieren, die eine Lymphknotenmetastasierung haben. Was allerdings auch ein spannendes Thema in dem Kontext ist, ist die Frage der molekularen Diagnostik. Und 100% aller Endometriumkarzinome werden präoperativ diagnostiziert über die Abraso, was uns die Chance bietet, molekulare Diagnostik, MMR-Diagnostik, Pol-E-Diagnostik bereits im Vorfeld durchzuführen, damit die Aggressivität dieses Karzinoms, die Wahrscheinlichkeit einer Metastasierung besser einzuschätzen, sodass wir vielleicht in Zukunft dahin kommen, dass wir auch die molekularen Parameter heranziehen, um über die Notwendigkeit einer Lymphorektomie durchaus auch kritisch nachzudenken. Haben wir eine P53 mutierte Patientin, ist die Lymphorektomie sicherlich großzügig zu indizieren, die radikalere Operation sinnvoll. Haben wir eine Patientin Pol E, ist es möglicherweise eher verzichtbar. Und ich spreche jetzt natürlich von den Patienten, die in der Bildgebung keinen Anhalt für eine Metastasierung haben. Also wir machen derzeit standardmäßig eine endoskopische Operation, typischerweise robotisch durchgeführt, weil die Patienten extrem schnell wieder fit sind, inklusive der Lymphorektomie, die wir typischerweise zweizeitig durchführen und sind derzeit in der Diskussion, die Sentinel-Guided Lymphorektomie als eine Option ins Feld zu führen, beziehungsweise bei den frühen Stadien G1 die Sentinel-Lymphorektomie zusätzlich anzubieten. Dann mit ICG durchgeführt, robotisch, was relativ einfach ist. Ja, das ist sicherlich alles sehr richtig. Das Problem ist aber, was mache ich dann eigentlich immer mit der Information, dass die Patienten einen Lymphknotenbefall haben? Weil im Prinzip sind sie dann natürlich sehr stark fortgeschritten und viele dieser Patienten werden, sag ich mal, die adäquate Therapie aus der Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung wahrscheinlich, sag ich mal, mit aufgrund ihrer Komorbiditäten wahrscheinlich gar nicht so gut wegstecken können. Also ich finde das immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Also bei den 1A-G1 machen wir keine Lymphorektomien und eigentlich bei höheren Infiltrationen wird es dann mehr und mehr zum Standard. Aber häufig ist das dann so, dass dann auch der Zweiteingriff manchmal den etwas, sagen wir mal, belasteten Darm natürlich nicht immer zuzumuten ist. Da muss man einfach gut mit Augenmaß arbeiten und ich denke, dass wir in Zukunft einfach durch die Molekularbiologie da viel besser entscheiden können, wen wir wirklich radikal operieren und wen wir wirklich einfach nur hysterektomieren müssen. Im Prinzip ist das A und O in der Zukunft, glaube ich. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich diese Therapieauswahl zu Beginn. Also wir diagnostizieren über die Abrasio, wir wissen, wie es der Patientin geht und dann die Entscheidung zu treffen, was ist das Konzept, das ich der Patientin insgesamt zumuten kann. Wenn von vornherein klar ist, ich werde dieser Patientin keine Systemtherapie zumuten können, dann stellt sich die Frage, brauche ich die Lymphorektomie, weil sie therapeutisch nicht sinnvoll ist. Sie ist wichtig für die Indikationsstellung zur adjuvanten Therapie. Ist diese von vornherein nicht möglich, dann sollte man operativ, sehe ich genauso, sehr zurückhaltend sein. Und das ist natürlich eine Situation, die wir bei Endometriumkarzinomen immer wieder finden. Kann man denn sagen, hier ist Andreas Möller, dass ein P53 mutierter Tumor für die operative Strategie aggressiver ist als ein P53 Wildtyp-Tumor? Natürlich spricht der weniger auf Chemotherapie an, aber kann man das für die Operation auch schon sagen? Also, weil Sie das eben so gesagt haben, den würden Sie aggressiver operieren.
Ja, die Frage ist ja, wenn ich mir die Vorgehensweisen auch in anderen Ländern angucke, wo man in Bezug auf die Lymphadenektomie relativ zurückhaltend ist oder zurückhaltender, als wir das zumindest sind, glaube ich, ist man schon legitimiert, die Lymphadenektomie zu untermauern durch eine aggressivere Tumorerkrankung. Dass man damit sagt, okay, wir haben eine Patientin, die hat eine prognostisch ungünstige Situation. Hier muss ich eher abklären, ob ein Lymphknotenbefall besteht, als bei einer Patientin, die einen prognostisch eher günstigen Tumor hat. Wenn Sie sich die PoE-mutierten Patienten angucken, so sind Rezidive eine Rarität. Insofern muss man sich fragen, profitieren diese Patienten von einer weitergehenden Behandlung außer der einfachen Hysterektomie? Und das ist durchaus in Zweifel zu ziehen. Jetzt schaut mich Frau Schilling hier schon ganz kritisch an. Ich glaube, wir sind in der Zeit genau eine Minute über die Zeit. Also wir sind hervorragend in der Zeit, wenn ich das so sagen darf. Super hervorragend, lieber Herr Wagner, lieber Gerhard. Vielen, vielen Dank für diese gebündelte Darstellung der aktuellen Daten. Dankeschön auch für die Diskussion. Danke Ihnen zu Hause, dass Sie die Chat-Funktion nutzen. Ich hoffe, das tun Sie auch weiterhin, weil wir kommen jetzt zum Mammakarzinom. Da freue ich mich, dass Herr Wündisch zusammen mit mir und Frau Scholz, die neben mir steht, diese Session begleiten wird. Die Frau Scholz ist die Leiterin unseres Brustzentrums im Asklepios Tumorzentrum. Und ich selbst habe die Ehre, jetzt diese Session eröffnen zu dürfen mit neuen Daten zum Mammakarzinom. Disclosures habe ich keine. Ich möchte Ihnen drei Abstracts vorstellen. Einmal den Late Breaker 1, an dem man, glaube ich, sicher nicht vorbeikommt beim Mammakarzinom nach diesem ESMO. Und noch zwei weitere Late Breaking Abstracts, die TULIP-Studie und das Update der MONALEESA-2-Studie. Beginnen möchte ich mit Antikörper-Drug-Conjugates. Und das ist jetzt ein Dia aus der Diskussion in der Presidential Session. Es gab ein Nature Review Cover und Sie sehen, die Zahl von zugelassenen ADCs hat sich in einem Jahr verdoppelt. Und es ist wirklich ein faszinierendes Therapieprinzip. Sie alle kennen das. Wir haben einen monoklonalen Antikörper, an den sind Chemomoleküle gelinkert, hier in dem Fall jetzt mal sehr schematisch dargestellt. Und so kann die Chemotherapie selektiv in die Tumorzelle gebracht werden. Das waren die ADCs erster Generation. Wir sind jetzt einen Schritt weiter und das sehen Sie auf diesem Dia. Durch besondere molekulare Zusammensetzungen, sage ich jetzt mal, ich kann es gar nicht so genau erklären, ist es möglich, dass der Antikörper an die rezeptortragende Zelle andockt, es zur Endozytose der Chemotherapie kommt, zur Signaltransduktion in den Zellkern, dann stirbt die Tumorzelle. Aber es gibt einen sogenannten Bystander-Effekt und das ist völlig faszinierend. Es ist jetzt möglich, dass die Chemotherapie auch in nicht rezeptortragende Zellen in die Nähe kommt und dann diese Zellen abtötet. Und genau mit einem solchen neuen ADC hat sich dieser Late-Breaking Abstract Number One beschäftigt. Die Destiny-Studie, eine Phase-3-Studie und für mich wirklich die entscheidenden Daten beim metastasierten Mammakarzinom, die da in der Presidential Session 1 vorgestellt wurden. Kurzer Rückblick, was machen wir mit HER2-neu-positiven Patientinnen im metastasierten oder lokal fortgeschrittenen Stadium. Wir haben da einen sehr klaren Algorithmus, denke ich, nach den fantastischen Daten der Cleopatra-Studie, die vor inzwischen fast 10 Jahren, würde ich sagen, veröffentlicht wurden. Damals auch in einer Presidential Session in Madrid, kann ich mich noch sehr genau erinnern, da durfte ich nämlich live dabei sein. Dann in der Second Line hat sich durchgesetzt TDM1 nach den Emilia-Daten und jetzt auch ganz wichtig im Hinblick auf die Destiny-03-Studie möchte ich einmal noch mal hinweisen auf die Destiny-01-Studie, die dann die Drittlinientherapie eigentlich revolutioniert hat. Und hier heißt dieses Antikörper-Drug-Conjugate TDXD, Trastuzumab Deruxtecan. Man kriegt bei den vielen neuen Substanzen langsam Schwierigkeiten,
die alle richtig auszusprechen. Und da kam es in diesem Therapiesetting zu einem signifikanten Vorteil im PFS von 19,4 Monaten bei weit vorbehandelten Patienten, sodass das der neue Drittlinienstandard wurde und jetzt auch die Rationale darstellt, dass man eine neue Studie aufgelegt hat. Hier nochmal zur Erinnerung die Daten der Emilia-Studie, wo TDM1 getestet wurde gegen den damaligen Standard Lapatinib und Capecitabin. Kurz zu den zwei ADCs. Es gibt Unterschiede zwischen TDM1 und TDXD. Einmal ist die Chemotherapie eine andere. Es gibt einen anderen Linker, an den die Chemotherapie gekoppelt ist. Ganz wichtig ist, glaube ich, dieser Bystander-Effekt, den wir vom TDM1 nicht kennen. Und vielleicht macht auch genau das die Wirksamkeit dieser faszinierenden neuen Substanz aus. Zum Studiendesign, das ist ein ganz einfaches Design, 1:1 Randomisierung, TDXD im Direktvergleich Head-to-Head gegen TDM1. In der Second-Line-Therapie des lokal fortgeschrittenen oder metastasierten HER2-neu-positiven Mammakarzinoms. Sie sehen hier die Patientencharakteristika, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Die waren sehr, sehr ausgeglichen in beiden Armen. Also es hatten gleich viele Patienten die duale Blockade in der First-Line. Also da gab es eigentlich keine nennenswerten Unterschiede. Hier sehen Sie nochmal die Vortherapien, genau. Und dann prägen Sie sich dieses Dia bitte ein. Ich glaube, sowas kriegen wir so schnell auch nicht mehr zu sehen, zumindest nicht beim metastasierten Mammakarzinom, denke ich. Das ist das progressionsfreie Überleben, gemonitort durch ein International Independent Review Board. Und die Zahlen, die sprechen einfach für sich. Wir haben eine Hazard Ratio von 0,28. Das ist, glaube ich, absolut überwältigend. Und ich glaube, keiner von uns hat solche Daten in der metastasierten Situation vorher gesehen. Hier sehen Sie die Subgruppenanalyse. Auch da fällt auf, alle Subgruppen sprechen zugunsten von TDXD an im Vergleich zu TDM1. Einblick auf das Overall Survival, also hier ist natürlich die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben, da wird es noch eine längere Nachbeobachtungszeit geben und wir hoffen natürlich, dass sich dieser wahnsinnig signifikante Vorteil aus dem PFS dann auch im Overall Survival letztendlich niederschlägt. Auch das sehr eindrucksvolle Waterfall-Plots, denke ich, die Overall Response Rate im TDXD-Arm war 80% versus 34,2% mit TDM1 und Sie sehen hier die klinische Benefit-Rate auch 97% zugunsten von TDXD. Also das sind wirklich sehr, sehr beeindruckende Daten, die da gezeigt werden. Natürlich muss man dann aber auch einen Blick auf die Safety werfen auf die unerwünschten Ereignisse und da fällt schon auf, dass es mehr drug-related Therapieabbrüche im TDXD-Arm gab. Die sind vor allem einer neuen Nebenwirkung geschuldet, die wir von diesen monoklonalen Antikörpern von Pertuzumab und von Trastuzumab nicht kennen, nämlich einer interstitiellen Lungenerkrankungen und Pneumonitis und aufgrund dessen gab es mehr Therapieabbrüche im experimentellen Arm. Auf eine Nebenwirkung, die wurde jetzt in den Sessions, auch in den Diskussionsrunden so ein bisschen runtergespielt, möchte ich trotzdem auch noch hinweisen, neben dieser Lungentoxizität macht TDXD auch eine gastrointestinale Tox. Die ist in der Regel niedriggradig, aber gerade was Übelkeit angeht, muss man doch sagen, dass es die Patienten auch, wenn das eine zweigradige Übelkeit ist,
sehr belasten kann. Und ich wollte nur einmal darauf hinweisen, insgesamt kann man die Nebenwirkungen aber sehr, sehr gut managen. Erfreulicherweise waren die Lungentoxizitäten wesentlich seltener als in der Vorläuferstudie, als in der Destiny-1-Studie, was sicher daran liegt, dass das Patientengut in der 1er-Studie wesentlich mehr vorbehandelt war. Hier sehen Sie nochmal die Lungentox und ich möchte schon zusammenfassen, die Destiny-03-Studie ist die erste Phase-3-Studie mit Trastuzumab deruxtecan. Sie haben den signifikanten Vorteil im PFS gegenüber der Standard-Second-Line-Therapie TDM1 gesehen. Das mediane progressionsfreie Überleben war im experimentellen Arm noch nicht erreicht zum Zeitpunkt der Entblindung und Auswertung der Studie versus 6,8 Monate mit TDM1. Die Hazard Ratio habe ich Ihnen schon gesagt, 0,28. Wir lassen es uns nochmal auf der Zunge zergehen. Gesamtansprechrate besser. Sie sehen eine doppelt so hohe komplette Remissionsrate und auch einen deutlichen Vorteil im 12 Monate Gesamtüberleben. Und natürlich ist auch die Clinical Benefit Rate von 97% richtig, richtig toll. Wir konnten den Benefit in allen Subgruppen und in allen Endpunkten sehen. Ein Hinweis vielleicht auch nochmal, es war auch ein PFS-Vorteil von 15 versus 5,7 Monaten bei Patientinnen mit stabilen Hirnmetastasen zu sehen. Vielleicht auch was, auf das man nochmal extra hinweisen sollte. Und so kamen die Autoren der Studie, die Investigator, zu dieser Zusammenfassung. TDXD ist der neue Standard in der Zweitlinientherapie des metastasierten oder lokal fortgeschrittenen HER2-neu-positiven Mammakarzinoms. Jetzt schon? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nach diesem Vortrag schon einmal diskutieren, weil es sind ein paar Fragen eingegangen und ich glaube, es wird sonst zum Schluss zu viel, wenn du damit einverstanden bist. Absolut. Und Marburg auch. Wäre das in Ordnung so? Also ich denke, was wichtig ist, genau, du hast ja einmal die offenen Fragen, Entschuldigung, jetzt habe ich dich vorab unterbrochen, aber wichtig ist also, dass diese Substanz Trastuzumab deruxtecan ist verfügbar, es ist von der FDA zugelassen, aber wir müssen das im Moment noch beantragen. Also wir können jetzt so, dass es jetzt eine Second-Line-Therapie als Standard angesehen wird, das können wir so jetzt zwar annehmen und die Daten sprechen ja auch für sich, aber es ist im Moment noch nicht so zugelassen. Also wir müssen die Substanzen beantragen. Wir haben das im Moment bei Patientinnen eingesetzt, die also schon weit vortherapiert waren, dritte, vierte Linie, dass wir da Trastuzumab deruxtecan beantragt haben. Es sind zu diesem Vortrag jetzt ein paar Fragen eingegangen. Eine Frage ist allerdings sehr allgemein auch gefasst, also in welchem Bereich der Brust treten Mammakarzinome am häufigsten auf. Das ist immer, die Brust wird ja in 4 Quadranten eingeteilt und oben außen, in dem Quadranten oben außen, treten die häufigsten Mammakarzinome auf. Und dann eine Frage, Georgia, wie würden Sie die Sequenz bei zerebral metastasierten HER2-positiven Mammakarzinom-Patienten sehen? Erst Trastuzumab deruxtecan oder Tucatinib? Vielen Dank für diese Frage. Dazu gibt es ein allerletztes Dia. Genau. So könnte der mögliche Therapiealgorithmus aussehen, Tucatinib vorneweg und dann TDXD. Es gibt keinen Head-to-Head-Vergleich, also wir können die Frage letztendlich so retrospektiv Äpfel mit Birnen vergleichen, ja nicht beantworten. Das ist ein aktueller Vorschlag, wie so ein Therapiealgorithmus jetzt beim metastasierten HER2-neu-positiven Mammakarzinom aussehen kann. Ich finde, also ich könnte da jetzt aus meiner Sicht absolut mitgehen. Also ich finde das auch fantastisch, also diese Zusammenfassung. Und ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten, die Patientinnen zu behandeln. Und sobald wir hier die Zulassung haben, Trastuzumab deruxtecan, wird das auch in der Second Line eingesetzt werden. Und quasi aktive ZNS-Metastasen würde ich jetzt auch mit Tucatinib behandeln. Jetzt ist eine weitere Frage, warum ist TDXD so viel effektiver als TDM1? Ist es die Chemotherapie, Payload oder zum Beispiel der Linker? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also dieser Linker ist ja besonders konstruiert.
sodass eben dieser Bystander-Effekt auch entstehen kann. Dann ist natürlich das Verhältnis der Chemomoleküle ist im TDXD ist, doppelt so hoch, also ist bei 8, bei TDM1 ist es 4. Ich denke, das trägt beides zu dieser verbesserten Wirksamkeit. Also das wäre zumindest meine Erklärung. Würde ich auch so erklären, hätte Marburg sonst noch etwas dazuzufügen? Hört uns Marburg noch? Professor Neubauer, wenn es passt eigentlich thematisch gut dazu. Wir hatten schon ein bisschen diskutiert. Ja, gerne. Ja, guten Abend. Ich finde die Antwort, warum das besser wirkt, ist relativ einfach. Wenn wir uns an die Daten von Ann Thor aus 1994 im New England Journal erinnern, dann haben wir da gesehen, dass CMF versus ein anthracyclinhaltiges Protokoll eigentlich nur besser war, dramatisch besser, bei den RP2-positiven Mammakarzinomen. Das Topoisomerase-Gen, was jetzt hiermit getargetet wird, ist direkt benachbart und ist co-amplifiziert in ungefähr 70-75% der Patientinnen. Das heißt, was Sie damit machen, ist eine doppelt gezielte Therapie. Und wenn Sie halt einen Mikrotubulus-Inhibitor geben, haben Sie das nicht. Also insofern ist die Antwort völlig klar für mich. Das liegt einfach daran, dass Sie das richtige Chemotherapeutikum da eingesetzt haben. Da können wir gleich mit der nächsten Studie dann weiter diskutieren. Eine da kommt Frage nämlich gibt es noch eine ein Frage neues. Gibt, eine Frage gibt es noch. Müssen aufhören. Ja. Oh, die darf, also dann darf ich die letzte. Vielleicht zum Schluss, wenn noch Zeit ist. Genau, na gut. Also dann machen wir weiter. Wir kommen nämlich noch mal zu einem Antikörper-Drug-Konjugat und da hängt noch mal eine andere Chemotherapie dran, wenn ich es richtig erinnere. Das ist die TULIP-Studie, die in der Mini-Oral-Session präsentiert wurde. Also auch hier ein Antikörper-Drug-Konjugate. Sie sehen auf dieser Folie die Unterschiede, die es gibt. Beide haben diesen Special Linker. Sie sehen aber, es gibt wieder Unterschiede in der Payload. Und beide weisen einen Bystander-Effekt auf. Auch hier ein sehr einfaches Design mit einer 2:1 Randomisierung zwischen Physicians Choice Treatment und dem Antikörper-Drug-Conjugate. Hier auch sehr ausgeglichene Baseline-Charakteristiken bei den Patienten, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hier sehen Sie die Kurven für das progressionsfreie Überleben, das auch hier signifikant besser war als die vom Investigator ausgesuchte Chemotherapie, die in Kombination mit Trastuzumab gegeben wurde, weil es auch hier natürlich geht ums metastasierte HER2-neu-positive Mammakarzinom. Hier die Overall-Survival-Daten, die sicher auch noch nicht reif sind zum Zeitpunkt der Analyse. Und hier, das können Sie wahrscheinlich besser lesen als ich, ich kriege hier nämlich langsam Schwierigkeiten mit meinen eigenen Dias, die zu weit weg sind. Sie sehen, dass die Overall-Response-Rate doppelt so hoch war im experimentellen Arm und auch die Clinical-Benefit-Rate deutlich besser war als im konventionellen Arm. Aber auch hier müssen wir, glaube ich, einen Blick auf das Nebenwirkungsspektrum werfen. Das ist hier sehr schön dargestellt. Und wir haben es mit einer nochmal neuen Nebenwirkung zu tun, nämlich mit einer okularen. Es traten sehr, sehr häufig Konjunktivitiden und Keratitiden auf, bis hin zu Grad 3. Das ist eine Nebenwirkung, die wir bisher selten gesehen haben. Also kommt natürlich vor in der Onkologie, klar, aber jetzt nicht in dem Ausmaß. Und es ist sicher, muss man da auch noch mal abwarten, wie sehr belastend ist es für die Patienten. Und neben dieser okularen Toxizität gab es auch wieder diese pulmonale Toxizität mit Pneumonitiden und interstitiellen Lungenerkrankungen auch in einem signifikanten Prozentsatz. So möchte ich zusammenfassen, dass dieses Medikament das PFS signifikant verbessert hat, von 4,9 auf 7 Monate gegenüber der konventionellen Therapie, sage ich jetzt mal. Auch die Overall Response Rate sind ungefähr gleich. Neue Toxizitäten sind aufgetreten und es gab auch deutlich mehr Therapieabbrüche aufgrund der Toxizität. Also nicht so eindrucksvolle Daten, wie ich finde,
aber möglicherweise eine neue Option in der Therapie des metastasierten, lokal fortgeschrittenen HER2-neu-positiven Mammakarzinoms. Also ich glaube, man kann das jetzt auch nicht mit den Daten aus der DESTINY-01-Studie so wirklich vergleichen, weil auch da würde die Substanz doch schlechter abschneiden. Und dann komme ich zu unserem dritten Abstract. Das geht jetzt, glaube ich, relativ schnell. Das sind sehr schöne Daten, ein Update der MONALEESA-2-Studie, ebenfalls aus dieser Mini-Oral-Session. Tolle Daten, hier nochmal zur Erinnerung, das sind die drei CDK4/6-Inhibitoren, die bereits alle aufgrund einer Verbesserung des progressionsfreien Überlebens auch zugelassen sind. Kurzer Rückblick auf das Studiendesign, 1:1 Randomisierung, Letrozol plus Ribociclib versus Letrozol plus Placebo. Und in diesem Update war natürlich jetzt das Overall Survival im Fokus. Sie sehen, es gab einen statistisch signifikanten Overall Survival Benefit. Und zwar wurde das mediane Overall Survival um 12,5 Monate im experimentellen Arm, also im Ribociclib-Arm, verbessert. Und dieser Overall Benefit, der hat sich über die Zeit eigentlich immer deutlicher dargestellt. Das sieht man hier. Also Sie sehen die größten Unterschiede zwischen der blauen Kurve, das ist der Verum-Arm gegenüber der Placebo-Kurve, die werden im Verlauf der Zeit eigentlich immer besser. Man konnte diesen Overall-Survival-Benefit auch in allen vordefinierten Subgruppen sehen und Ribociclib oder die Hinzunahme von Ribociclib zur endokrinen Therapie zu Letrozol hat die Zeit verlängert, bis die Patientinnen eine Chemotherapie gebraucht haben, um ungefähr ein Jahr. Und das ist natürlich für eine Patientin eine ganz schön lange Zeit, muss man sagen. Die MONALEESA-2-Studie ist die erste Studie, die jetzt diesen signifikanten Überlebensvorteil zeigen konnte beim hormonrezeptorpositiven HER2-neu-negativen Mammakarzinom nach eben einer Follow-up-Zeit von mehr als 6,5 Jahren. Die mediane Overall-Survival-Verbesserung mehr als 12 Monate, ein verbessertes 6-Jahres-Überleben und keine neuen Toxizitäten im Langzeitverlauf, sodass wir jetzt da eigentlich, glaube ich, auch ziemlich klar sagen können, das sollte jetzt im Moment die präferierte Therapieoption sein beim fortgeschrittenen hormonrezeptorpositiven HER2-neu-negativen Mammakarzinom, bei dem keine viszerale Krise vorliegt. Ich glaube, wenn der Remissionsdruck so hoch ist, dann würden wir doch eher noch zur Chemotherapie greifen, aber das können wir gerne diskutieren. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank, Georgia. Es gibt jetzt eine Frage zu der MONALEESA-Studie. War da ein Crossover erlaubt? Ja. Gut, klare Aussage. Bei der MONALEESA-Studie, genau, ist ein super gutes Overall Survival gezeigt worden und natürlich setzen wir das auch ein, Ribociclib und Letrozol zusammen. Gute Verträglichkeit, gute Handhabung auch der Nebenwirkungen. Ja. Also wir sind mit dem Medikament bei unseren Patientinnen da sehr zufrieden und genau, das sind fantastische Daten, die das nochmal unterlegen. Bezüglich Tulip wollte ich noch einmal sagen, da wäre ich zurückhaltend. Das hat ja nun doch eine hohe Lungentoxizität. Da muss ich sagen, da müssen wir weitere Daten abwarten. Aber die Toxizität ist immens hoch und es gab viele Therapieabbrüche. Absolut. Dort, ne? Absolut. Genau. Es wäre für mich jetzt auch noch keine Präferenz, das in der dritten Linie einzusetzen. Jetzt freuen wir uns ganz herzlich auf Ihre Beiträge. Ich glaube, mehr Fragen gab es jetzt im Moment nicht. Sie haben, glaube ich, die Keynote 355 und 522 unter anderem vorbereitet. Fantastische Daten beim metastasierten triple-negativen Mammakarzinom oder auch in der Neoadjuvans-Adjuvant bezüglich Pembrolizumab. Genau, starten Sie doch gerne. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Scholz, für die nette Einführung und Begrüßung. Herzlichen Gruß auch nochmal nach Hamburg zurück. Danke. Und ich möchte hier, wir haben uns das vorher aufgeteilt, einige Daten zum triple-negativen Mammakarzinom zeigen. Und Sie sehen hier
Frankfurt stehen, rechts unten. Also inzwischen bilden wir ein gemeinsames Zentrum mit den Frankfurtern. Nur, falls Sie sich wundern. Interessenkonflikt, ich bin Prüfarzt oder Leiter auch der klinischen Prüfung bei Studien von Roche und MSD, aber das sind Lunge und Blase, nicht Mama. Triple-negative Brustkrebs ist eine heterogene Erkrankung. Ich finde, das ist wichtig, weil wir hier bei einer Subtypisierung nach dem molekularen Subtyp, nach der Genexpression sehen wir hier rechts oben, wir haben jetzt hier keinen Pointer, dass ungefähr 85%, das sind die Roten der triple-negativen Patienten basal-like sind und von diesen, den Roten wiederum, die Mehrheit, ich glaube, das erkennt man schlecht, immunhistochemisch keine HER2, aber immerhin so im niedrigen zweistelligen Bereich eine Expression von HER1 in der Größe von 1 und in der Größe von 2 zeigen, was ja doch im Kontext der Daten, die Frau Schilling gerade gezeigt hat, therapeutisch relevant werden kann. Aber auch der triple-negative Brustkrebs ist eine heterogene Erkrankung. Oder hier bestätigt oder andere Daten von unserem Pathologen, dem Professor Denkert, der auch der Referenzpathologe für die German Breast Group ist, hier kürzlich publiziert. Sie sehen hier wieder links oben in lila-grün, das sind die triple-negativen Patienten und die 2/3, die etwas größeren, die lilanen, das sind sozusagen die wirklich triple-negativen und die haben auch die schlechteste Prognose bei dieser Erkrankung. Ich möchte beginnen mit der neoadjuvanten Situation und zuerst das Abstract 1190, ein Abstract der German Breast Group, vorstellen und mich hier fokussieren nochmal auf die Rolle von Carboplatin in der Neoadjuvanz. Das ist ein Bild aus der Diskussion von Frau Andoras und hier sehen Sie, dass es sozusagen bewiesen ist, dass Carboplatin höhere pathologische komplette Responseraten, hier 52 versus 37 oder 51 versus 30 in den verschiedenen Studien, also in der Größenordnung ist das. Aber bisher konnten keine Overall-Survival-Daten oder auch keine Event-Free-Survival-Daten mit einem längeren Follow-up gezeigt werden, sodass es international eigentlich umstritten ist, ob das Carboplatin in der Neoadjuvanz eingesetzt werden soll oder nicht. Hier zu dem Studiendesign, ganz kurz auf der linken Seite, möchte mich auch fokussieren auf das Carboplatin, also der Standardarm Paclitaxel in dem ersten Sequenz der Chemotherapie, dann gefolgt natürlich jeweils von Doxorubicin und Cyclophosphamid, Paclitaxel mono im ersten Segment, im zweiten Arm Paclitaxel, Carboplatin und Veliparib, ein PARP-Inhibitor, gehe ich nur ganz kurz drauf ein, und dann eben PARP-Inhibitor als Placebo im zweiten Arm. Ich komme gleich direkt zum Ergebnis, zu dem Event-Free-Survival. Die untere Kurve, man erkennt es auch nicht so gut, ist der Paclitaxel-Monoarm. Und in den oberen beiden Kurven ist jeweils Carboplatin enthalten. Sie sehen auch, dass die Hinzunahme von Veliparib keinen Unterschied gezeigt hat, aber hier ein deutlicher Unterschied im Event-Free-Survival. Hier das Overall Survival. Hier sehen Sie wiederum keinen Unterschied. Das nächste Bild kommt jetzt schon, guck nochmal, dass ich drücken kann, aus der Discussion, die ich sehr gut fand, wer das nochmal sehen kann. Da sehen Sie, dass bei den Patienten mit einem intermediären oder hohen Risiko das Carboplatin schon auch hier von der Discussion angesehen wird als Standard. Und dann, das streifen wir nur am Rande, bei BRCA-mutierten Patienten in den Keimwaren oder Parib und bei Patienten, die keine komplette Remission erreichen, Capecitabine. Und Sie sehen hier schon den lila Balken Pembrolizumab aufleuchten, was ja bisher auch kein Standard war. Und damit möchte ich schon zum nächsten Abstract, der Keynote 522, überleiten, die ja schon im Juli bei den sogenannten Virtual Plenaries präsentiert wurde, aber sehr ausführlich nochmal in der Plenary Session dargestellt wurde. Das Design, carboplatinhaltiger Backbone mit Carboplatin-Paclitaxel, gefolgt von Doxorubicin-Cyclophosphamid und eben im experimentellen Arm, straightforward Design, eigentlich 200 Milligramm Pembrolizumab alle 3 Wochen. Und dieses wurde auch nach der Operation fortgesetzt. In der Kontrollgruppe jeweils Placebo. Da wurden ja die ersten Ergebnisse schon im Februar 2020, was die
2020 im New England Journal, was die komplette pathologische Remission angeht, publiziert. Jetzt kamen weitere Daten. Gehen wir einen Ticker weiter. Gehen wir eins zurück. Nee, dann ist hier eins rausgerutscht. Kurz zu den Nebenwirkungen, die würde ich mal zusammenfassen als manageable. Möchte aber doch darauf hinweisen, dass in dem Pembrolizumab Arm, und es war während der neoadjuvanten Phase, dass es zu zwei Todesfällen kam. Klar, 783 Patienten, aber das Ganze in der neoadjuvanten Situation, finde ich, ist erwähnenswert, auch wenn es natürlich jetzt keinen Einfluss auf das Gesamtoutcome oder statistisch signifikant war. Hier jetzt das Event-Free Survival, was einen, sehen Sie hier, signifikanten Unterschied von 7,7 nach 36 Monaten Prozent nach 36 Monaten zeigte. 50% der Fälle traten distante Events auf. Bei den Patientinnen, die lokale Events hatten, wenn man die weiterverfolgt hat, das hier nur nebenbei bemerkt, traten bei weit über der Hälfte dann im Verlauf auch distante Events auf. Das Overall Survival zeigt ja einen Trend, da braucht es ein längeres Follow-up, das war noch nicht signifikant. Und hier schon das Delta in der, vom Februar in der pathologischen kompletten Remission. Hier nochmal das Event-Free Survival aufgeschlüsselt auf diejenigen Patienten, die komplett angesprochen hatten und die eben noch vitalen Tumor hatten. Auch oben sehen Sie, hat der, das, Herr Schmidt, der das repräsentiert hatte, primär extra darauf hingewiesen, einen 2% Unterschied in der adjuvanten Situation erwähnenswert und unten bei den Patienten, die nicht angesprochen hatten, einen deutlichen Benefit, der hier statistisch, was das Event-Free Survival angeht, des Pembrolizumabs. Wir gehen zu den Subgruppenanalysen. Hier haben alle profitiert. ECOG 1 kreuzt, aber klar auf der linken Seite und auch die T3, T4 Tumoren. Und wichtig auch, das PD-L1 war, wie wir es auch von Herrn Gebauer, ein Cervix-Karzinom gehört hatte, war nicht prädiktiv gewesen. Ich will mal dieses Triple-Negativ, Neoadjuvant zusammenfassen, komplett, also Carboplatin, nochmal etwas stärkere Daten, residuelle Krankenkapazitabine, habe ich nichts Neues gefunden, Adjuvant Olaparib bei den keimbar-mutierten Patientinnen und die Inkorporation PD-1 gerichtet sollte starten. Pembrolizumab ist jetzt schon von der FDA approved. Es gibt aber sehr, sehr viele offene Fragen. Kann zum Beispiel die Chemotherapie angepasst werden? Wissen wir nicht. Die Studie war nicht dafür designed zu sagen, das war ein sehr starkes neoadjuvantes Konzept. Gibt es Konzepte, PARP-Inhibitoren mit der Immuntherapie zu kombinieren? Und gibt es, das war ja sozusagen für alle Patienten, Marker, wo wir besser selektionieren können? Das sind einige der offenen Fragen. Und damit will ich übergehen zur metastasierten Erkrankung. Und nur die Keynote 355, die finalen Ergebnisse präsentieren. Das hatte Hope Hugo aus San Francisco gemacht. Und es war auch eine Phase-3-Studie. Und da wurde First-Line-Pembrolizumab, hier nochmal hier eins zurück, First-Line-Pembrolizumab in die Chemotherapie integriert. Im Alltag, wir wissen um die schlechte Prognose, triple-negativ Patientinnen mit einem Gesamtüberleben von oft unter 20 Monaten und hier die diversen Chemotherapie-Schemata, die einen beschäftigen und die Therapie der Patientin doch noch maßgeblich bestimmen. Zum Studiendesign auch sehr sauber. Der eine Arm Pembrolizumab und Chemotherapie, der andere Arm Placebo und Chemotherapie eingeschlossen werden konnten, sowohl Patientinnen, die primär metastasiert waren oder Patientinnen, die 6 Monate nach einer adjuvanten oder neoadjuvanten Therapie, bei denen Metastasen nachgewiesen wurden. Chemotherapie war frei, entweder Paclitaxel, Mono, Nab-Paclitaxel, Mono oder die Kombination aus Gemcitabine, Carboplatin. Und hier komme ich nun zu den ersten Ergebnissen. Kurz noch auf die primären Endpunkte, die sind ja auch schon publiziert worden. Das progressionsfreie Überleben in den PD-L1-Positiven und auch das Overall Survival in den PD-L1-Positiven waren die primären Endpunkte der Studie gewesen.
nächsten Bild zeige ich noch mal kurz die Baseline-Characteristics. 75%, also es waren ja auch PD-L1-negative Patientinnen, um das nochmal zu betonen, 75% der Patientinnen hatten einen CBS-Score größer als 1 und ungefähr 40 Patienten einen CBS-Score größer 10 und 125 Patientinnen jeweils jetzt hier in dem experimentellen Arm entsprechend 22% hatten einen Progress eher als 12 Monate nach, wenn sie eine adjuvante Therapie oder eine adjuvante oder neoadjuvante Therapie erhalten hatten. Ich möchte jetzt hier das Overall Survival zeigen, und zwar nur in der PD-L1 mit einem positiven Gruppe, die einen CBS-Score auch noch über 10 hatte. Also es waren insgesamt 220 Patientinnen gewesen, und da zeigte sich eben als Hauptergebnis eine signifikante Erhöhung des Overall Survivals von 16,1 auf 23,0 Monate. Was die Gesamtpopulation angeht, zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Hier gezeigt 15,5 versus 17,2 Monate, statistisch nicht signifikant, leichter Trend vielleicht zur in Richtung des experimentellen Arms. Was die Subgruppen angeht, möchte ich besonders hinweisen auf diejenigen schon erwähnten Patientinnen, die weniger als 12 Monate nach einer vorhergehenden Therapie ein Rezidiv hatten. Diese scheinen hier, aber das waren nicht so viele Patientinnen, insgesamt waren das, gab 62, zeigt sich hier, dass diese bei dieser Subgruppenanalyse nicht zu profitiert haben scheinen. Was die Nebenwirkungen angeht, sehen wir hier, dass sie manageable waren und keine Todesfälle auftraten und komplett im erwarteten Bereich. Das sind jetzt die Conclusions der Discussant, und die hat, denke ich, zu Recht gesagt, dass es für das Subset der Patienten mit einem metastasierten triple-negativen Mammakarzinom, die einen PD-L1-Score, CBS-Score über 10 haben, eigentlich die Standardtherapie darstellen sollte. Und dementsprechend kam es auch zur Zulassung, wo ich jetzt, denke ich, aus Zeitgründen nicht drauf eingehe. Ein, sage ich mal, konkurrierendes, ein etabliertes Schema ist ja das mit Nab-Paclitaxel und Atezolizumab. Hier sehen wir die positiven Daten der Impassion 130-Studie. Das war eine vorläufige Zulassung, eine Bestätigungsstudie war gefordert. Und Sie sehen hier eben die Impassion 131 war negativ, und so hat Roche ja auch in dieser Indikation freiwillig die Zulassung zurückgezogen. Und da ist schwierig, wurde intensiv diskutiert. Letztlich sind die Gründe unklar. Ich komme damit zum letzten Bild oder zum zusammenfassenden Bild. Möchte Sie aber gerne noch auf ein Educational von Hope Rugo hinweisen, wenn Sie da Zugang haben. Das geht eine gute halbe Stunde und gibt so einen Gesamtüberblick über den triple-negativen Breast Cancer, den ich sehr, sehr gut fand. Also wer Zugang hat, dem lege ich das wärmstens ans Herzen. Und am Ende dieses Educationals stand auch diese Roadmap für den metastasierten triple-negativen Brustkrebs. Bei Positivität von PD-L1, in dem Fall jetzt CBS-Score Größe 1, oder wenn es Richtung Atezolizumab Nab-Paclitaxel geht, ein CS-Score, also Score der Immunzellen, Größe 1%, in der Erstlinie Kombination PD-1 gerichtet plus Chemotherapie. Sie empfahl da, begründet es auch gut, eine möglichst schnelle Integration von PARP-Inhibitoren, wenn eine BRCA-Mutation vorliegt. Und dann eben in der Zweitlinie Sacituzumab, Govitecan. Aber dann ist man auch, wenn man die Linien durchlaufen hat, aber natürlich sind das jetzt zwar neue Therapieoptionen, wieder bei der Chemotherapie. Aber für die PD-L1-positiven Patientinnen hat sich die Therapie meiner Ansicht nach diesem ASCO verändert. Ganz kurz, in welche Richtung geht es? Es gibt jetzt viele Studien, die, hat er am Anfang kurz angesprochen, der triple-negative Brustkrebs ist genetisch eine heterogene Erkrankung, und es gibt jetzt viele Konzepte, die nach Subtyp ihre Studien designen, und damit möchte ich mich bei Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken
und schließen. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und wir sind, genau, wir haben noch 5 Minuten, glaube ich, für Fragen. Und dann, ja, vielen Dank. Ich finde, das sind sehr interessante Daten bezüglich der Keynote 522 und 355. Es gibt Fragen aus dem Chat, und zwar, wie viel Prozent der Patientinnen haben denn die neoadjuvante Chemotherapie wie vorgesehen durchgehalten? So wie Sie schon gesagt haben, also die Chemotherapie, das war ja schon starker Tobak, sag ich mal so in Anführungsstrichen. Ja. Wie viele Patienten haben das tatsächlich durchgehalten, ist eine Frage aus dem Chat. Also ich kann sie jetzt nicht auf den Prozent genau rechnen, die deutliche Mehrheit, und was auch auffiel, wenn man das kollektiv anschaut, waren das sehr viele ECOG-0-Patientinnen auch. Also insgesamt war das feasible. Ich kann jetzt nicht genau sagen, muss ich nachgucken, kann ich jetzt auch nicht auf den Prozentsatz genau beantworten. Dann eine weitere Frage, First Line, Triple Negativ, Tecentriq oder Pembro? Das ist schwierig zu beantworten. Also das ist, also jetzt ist es ja, nach den Daten würde ich sagen, ist es eher Pembro. Offen, eher Pembro vielleicht, aber ja. Letztlich muss man sich die 1-3-1 genau angucken. Und im Moment ist es ja, glaube ich, war mein letzter Stand hier noch nicht zugelassen. Genau. So dass im Moment die Wahl schon auf das Atezolizumab nachpackt. Taxel fallen würde, wenn es denn zugelassen ist, muss man warten, da ist ja keine Bestätigungsstudie unterwegs. Herr Norber, möchte kurz kommentieren? Ja, tut mir leid, ich habe auch da wieder so eine verrückte Anmerkung. Vorhin bemerkt, genau. Ja, ich habe ja. Es gibt eine Meta-Analyse in JAMA Oncology, vor 2 Jahren publiziert, da hat man sich einfach mal angeguckt, alle Zulassungsstudien für PD-L1 oder PD-1-Antikörper. Und man hat, die sind ja nie Head-to-Head verglichen worden. Also es läuft jetzt ja eine Studie beim NSCLC, Atezolizumab gegen Pembrolizumab, komplizierteres Design, als ich es jetzt sage. Aber diese Studien hat man einfach angeguckt, die Zulassungsstudien, und hat die einfach auf eine Waagschale geworfen. Und die Odds-Ratio für PD-1-Hemmung versus PD-L1-Hemmung ist 0,7. Und es war hochsignifikant unterschiedlich. Also das heißt, das bessere Therapieprinzip ist und bleibt die PD-1-Hemmung und nicht die PD-L1-Hemmung. Das ist aus dieser schönen Meta-Analyse, publiziert vor 2 Jahren in JAMA Oncology, schön zu lesen. Und dann gibt es auch ganz gute Publikationen, die eben nochmal die verschiedenen Tests miteinander vergleichen, immunhistochemisch, und eben auch die Kollektive hier analysiert haben, also auch von der Impression-Studie. Da sieht man wirklich, was jetzt CPS-1 und CPS-10 und CS-Score von 1 angeht, doch einfach Überlappungen und Unterschiede. Und das war eine Diskussion, das könnte es erklären. Also immer eigentlich den Test, und das ist ja bei uns, unsere Pathologen freuen sich ja immer, wenn wir auf sie zukommen in der Zulassung. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man, gerade wenn es so knapp ist, schaut, dass eventuell auch der Test gemacht ist, mit der die ursprüngliche Studie durchgeführt. Also das hat es ein bisschen erklärt, aber auch nicht final. Ja. Es sind noch 2 Fragen. Also eine geht, ist glaube ich, oder du hast noch eine? Nee, also es ist noch eine Frage. Wie sieht in Zukunft die Markeranforderung an den Pathologen aus? CPS, PD-L1 ist klar, BRCA1, 2, Punkt, Punkt, Punkt. Was würden Sie da noch vorschlagen? Also ich denke, das sind eigentlich die Dinge, mit denen wir im Moment noch zurechtkommen, sage ich. PIK3CA, okay, das machen wir auch. Aber ansonsten denke ich, kommt man damit im Moment für die Routine zurecht. Ja. Sehr gut zurecht. Und dann noch die letzte Frage, dann müssen wir auch leider Schluss machen. Wie hoch ist der Überlebensnachteil der Patientinnen gewesen, die nicht das volle Programm neoadjuvant durchgehalten haben? Der Nachteil. Können Sie das nochmal wiederholen? Wie hoch ist der Überlebensnachteil der Patientinnen gewesen, die nicht das volle Programm neoadjuvant durchgehalten haben? Die komplett bekommen haben. Also die Analyse habe ich nicht gesehen, ist ja noch nicht voll publiziert. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Also die Subgruppe derjenigen, die Therapie nicht komplettiert hat, das war die Frage, ob die, ja, genau, wie viele Geschlechter die gelaufen sind. Also habe ich die Subgruppenanalyse nicht im Kopf. Weil, glaube ich, kommt auch erst mit der Publikation im Supplement. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, schade, wir müssen stoppen. Ich denke, wir würden uns freuen, wenn wir wieder eine gemeinsame Veranstaltung durchführen könnten. Freue ich mich jetzt schon drauf auf die Diskussion mit Ihnen.
und verabschiede mich jetzt bezüglich des Mammakarzinoms und übergebe jetzt an mich. An Frau Dr. Beide. Schilling, genau, oder an Sie weiter, genau. Genau. Also einen schönen Abend noch. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Ich finde, es war eine super spannende Session und auch eine tolle Diskussion mit Ihnen an den Endbildschirmen, sagt man, glaube ich. Ich freue mich, dass unser CMO, Professor Christoph Herborn, inzwischen hier eingetroffen ist. Er stand leider im Stau und es ist schön, dass du da bist und auch noch ein paar Worte sagst. Ja, liebe Georgie, herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen guten Abend. Guten Abend mittlerweile, weil leider die Zeit ein wenig vorgerückt ist und ich erst jetzt dazu komme, Ihnen im Namen von Asklepios zum einen natürlich zu dieser tollen Veranstaltung bereits jetzt zu gratulieren, aber Sie auch alle herzlich willkommen zu heißen. Es freut mich sehr, dass diese Veranstaltung ganz offenbar nicht nur hier vor Ort, sondern eben auch im Internet regen Zuspruch erfährt. Das ist ein Format, was sich in den letzten Monaten Corona-bedingt etabliert hat, aber was gerade für die Onkologie, zumindest mal aus meiner Wahrnehmung, sich wirklich etabliert und auch eingeschlagen hat wie eine Bombe. Eingeschlagen wahrscheinlich wie die neuesten Therapieformen, denen ich in den vergangenen beiden Sessions auch habe lauschen dürfen, inklusive der vielversprechenden Ergebnisse. Es freut mich sehr, dass wir hier nicht nur Asklepios intern, sondern eben auch mit den Kollegen der Rhön-Kliniken gemeinsam diskutieren können. Ich glaube, dass der wissenschaftliche Austausch, der hier stattfindet, genau der ist, der ein Side-Effekt oder ein Bystander-Effekt ist, aber genau derjenige, den wir uns tatsächlich von der engeren Zusammenarbeit und der Aufnahme von den Rhön-Kliniken in den Asklepios-Konzern versprochen haben. Ich denke, die Akademisierung und sagen wir mal der wissenschaftliche Touch, der durch den Input zustande gekommen ist, ist etwas, was uns gut steht, von dem Sie alle profitieren. Und ich glaube, die Veranstaltung nach dem ESMO ist eine, von der wir, ich denke mal, perspektivisch noch einige mehr haben werden. Zu Beginn des Jahres hatten wir schon das Vergnügen, den einen oder anderen im Rahmen des Krebskongresses des Asklepios Tumorzentrums Hamburg hier hören zu dürfen. Die medizinische Onkologie entwickelt sich weiter und die Kongressveranstaltungen der jüngsten Zeit zeigen, dass es wirklich vielversprechende neue Therapiemethoden gibt. Dass diese Therapiemethoden auch Anwendung finden im Asklepios-Konzern, dafür stehen Sie. Dafür sind wir als Vorstand von Asklepios dankbar. Aber am Ende des Tages finden diese neuen Therapieoptionen Anwendung dadurch, dass Sie sie an die Front bringen, kritisch hinterfragen und auch tatsächlich nur die Dinge mindestens mal leitliniengerecht oder auch darüber hinaus anwenden, von denen Sie nach reiflicher Diskussion und Anwendung auf die passenden Patienten auch überzeugt sind. Insofern an dieser Stelle Ihnen nochmal herzlichen Dank a für die Option, dass ich mich hier auch habe verspätet zu einschalten dürfen, aber b für Ihr Interesse an der Veranstaltung, an den regen Einschaltquoten, die heute und morgen dem Post-ESMO zugutekommen. Und ich freue mich sehr, dass dieser Auftakt am heutigen Tag so gut verlaufen ist und freue mich jetzt, den Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg, Professor Dirk Arnold, hier, sagen wir mal, als Nachredner kurz einzuführen, der dann tatsächlich den Festvortrag, die Keynote-Lecture von Professor Neubauer aus Marburg einleiten wird. An dieser Stelle Ihnen allen herzlichen Dank und weiterhin gutes Gelingen der Veranstaltung und spannende Diskussionen. Vielen Dank. Herzlichen Dank und meine Damen und Herren, kommen wir eigentlich, die Keynote soll ja immer der Höhepunkt eines Tages darstellen und kommen wir zu eben diesem. Wir haben in unserem Programm sehr viele tumorentitätsspezifische Themen abgebildet, das haben Sie gesehen, aber natürlich freuen wir uns in der Keynote den gesamten Überblick über die Entwicklung der Immuntherapie und der molekular zielgerichteten Therapie zu haben. Und wer könnte das besser als ein wirklicher Experte auf diesem Gebiet? Und in diesem Fall darf ich Herrn Professor Andreas Neubauer kurz einführen. Die Marburger kennen ihn natürlich, er ist Ordinarius für Hämatologie und Onkologie an der Universität Marburg seit, glaube ich, über 20 Jahren. Und ich teile mit Andreas Neubauer so ein paar biografische Dinge. Wir haben, glaube ich, die gleiche Ausbildung in Berlin, die gleiche Ausbildungsstätte, ich nach ihm. Er ist Mitglied der Leopoldina, der Akademie der Naturforscher in Halle, wo ich persönlich auch ja einige Jahre war. Und ich glaube, in die Leopoldina als Mediziner zu kommen, das zeichnet eigentlich sozusagen schon denjenigen aus, der mehr kann, als nur den Blick auf die Medizin zu haben, sondern tatsächlich auf den gesamten Überblick der Biologie und der Naturforschung zu haben. Und aktuell ist Professor Neubauer neben dem
dass er die Tätigkeit als Klinikdirektor und Ordinarius in Marburg wahrnimmt, auch Sprecher des Marburger Comprehensive Cancer Centers, das heißt auch da sicher verpflichtet, die gesamte Fülle der Tumorentitäten zu übersehen. Damit genug gesagt und damit sozusagen Bühne frei, Andreas Neubauer. Jetzt die Frage tatsächlich in dieser Vielzahl von Dingen, wo sind die Schwerpunkte, wo stehen wir besonders innovativ da heute und wo sind da natürlich auch die nächsten Schritte in die Zukunft? Ja, Herr Arnold, vielen Dank. Das stimmt, die Leopoldina ist ja wirklich sehr alt. Am Wochenende hatten wir die Mitgliederversammlung. Es ist die älteste Naturwissenschaftlerorganisation auf dieser Erde. Das ist schon beeindruckend. Und sie ist in Halle angesiedelt. Also das ESMO ist ein Teil dessen, was ich jetzt erzählen werde. Herr Wündisch hatte mir seinen Zugang gegeben. Ich bin zwar ESMO-Member, aber ich konnte jetzt nicht frei da reingucken. Ich würde gern einige Dinge mit Ihnen teilen. Und zwar, wir alle werden nicht ARID1A kennen und ARID1B. Und ich würde gern mit Ihnen ein wirklich für mich sehr faszinierendes Abstract diskutieren. Ich bin hoch eklektisch tätig, nicht wahr, Herr Arnold? Ich habe jetzt also nur ganz wenige Dinge rausgewählt, die mich wirklich sehr interessieren. Ich arbeite seit 30 Jahren über onkogene RAS-Mutationen und ich fand ein Abstract dort, beziehungsweise zwei, aber ich werde nur eins darstellen, sehr, sehr interessant. Für uns alle sehr beruhigend ist ein Dia, was ich Ihnen zeigen werde, dass es doch Sinn macht, alle Patientinnen und Patienten, die wir mit Chemotherapie oder Immuntherapie oder der Kombination derselben behandeln, eine Vakzination gegen SARS-CoV-2 anzuraten. Und am Schluss erlaube ich mir sozusagen die Synthese dieses Beitrages, nämlich eine molekularbiologische, wirklich fundierte Analyse beim OOT-Karzinom in der Neoadjuvanz und einer Immuntherapie, die randomisiert getestet wurde. Das allerdings war nicht auf dem ESMO, das ist ein ganz kürzlich vor zwei Wochen publiziertes Nature-Paper. Meine Interessenkonflikte sehen Sie hier. Ich gebe regelmäßig zweimal im Jahr bei Onco-Update und manchmal auch beim Pharma-Update für Med-Update Vorträge. Sonst habe ich keine Interessenkonflikte, außer dass meine molekularbiologische und klinische Forschung durch die Dinge da unterstützt wird, die da stehen. Ich möchte mit Ihnen in das erste Abstract kommen. Und eines der wichtigsten Beiträge in den letzten Jahren, die ich selber finde, ist dieser Beitrag hier. Ich habe das einfach mal Fahrer und Beifahrer genannt. Was Sie da oben sehen können, ist dieser wunderbare Film, wo Armin Müller-Stahl in Night on Earth in New York diesen Taxifahrer spielt. Und Jojo lässt ihn dann nicht mehr fahren, sondern der Fahrgast steigt auf den Driver's Seat und fährt dieses Taxi. Also für mich eine der schönsten Filmszenen überhaupt. Und es ist in der Onkologie ganz schön schwierig, manchmal zu sagen, was ist eigentlich Fahrer und was ist Beifahrer. Und deswegen diese fulminante Publikation, die vorbereitet das erste Abstract, was ich mit Ihnen diskutieren möchte. Hier sind internetbasierte Datenbanken mit 9000 Tumorexom-Sequenzen angeschaut worden. Und was Sie sehen, ist, dass über 1,4 Millionen Mutationen in diesen 9000 Tumoren gefunden wurden. Es wurden dann unfassbare Datenrechnereien gemacht. Und ich zeige Ihnen jetzt nur eine Analyse hier, und das kann man natürlich überhaupt nicht erkennen, aber ich habe eine Tabelle daneben geschrieben. Im klarzelligen Nierenzellkarzinom gibt es zwei Driver Seats. Im Endometriumkarzinom, wir haben es vorhin schon gehört, gibt es 55, das ist der Weltmeister. Es ist nicht der Kleinzeller, es ist nicht das Melanom, nein, es ist das Endometriumkarzinom. Das ist, was Mutationslast anbetrifft, eine der instabilsten Erkrankungen überhaupt. Was Sie da drunter sehen, ich habe leider keinen Pointer, ist eine Tabelle, die habe ich Ihnen angemalt. Wenn man die 33 Tumoren anguckt, waren Drivers, also Fahrer, TP53 in 27 von 33 eine onkogene Treibermutation und KRAS 15 von 33. Und das trifft auch interessanterweise für das eben von Herrn Wündisch genannte PIK3CA-Gen zu. Und P10, was in denselben Signalweg hineingeht, ist ebenfalls ein Driver. Und dann sehen Sie schon, und das war ein reiner Zufall, ich habe dies dir auf dem Onco-Update 2019 gezeigt, ARID1A. ARID1A ist in 15 von 33 auch ein Fahrer, kein Beifahrer. Was ist ARID1A? Das habe ich Ihnen hier aufgemalt und Sie sehen hier auf der rechten Seite einen Repressorkomplex. Wir alle, wir bestehen ja aus ungefähr 20.000 Genen. Wir,
bestehen von diesen 20.000 Genen aber aus über 150.000 verschiedenen Proteinen. Also wir sind die Spezies auf dieser Erde, wenn wir uns durch alles Mögliche nicht kaputt machen, die aus unserem Genom wirklich das variabelste Proteom formen. Und die meisten Gene sind abgeschaltet. Um das zu gewährleisten, brauchen wir Repressoren, Genrepressoren. Und das ARID1A ist ein Leader in einem dieser Repressoren. Und Sie sehen da auch das SMARCA24 und SMARC123. Und das sind ganz wesentliche Repressorkomplexe, die Gene abschalten. Und Sie haben es eben schon gehört, die Antwort für die Frage 2, wie häufig sehen wir ein ARID1-Loss? In 15 von 33 waren das onkogene Mutationen. Und was ich Ihnen jetzt hier rechts aufmale, ich kann jetzt die Quelle dort nicht erkennen, ist eine Publikation aus BBA, Reviews on Cancer. Und da ist es eine Publikation, die diese schöne Grafik zeigt, das ARID1A, also dieser SNAF-Komplex, dieser SMARCA-Komplex, dieser ARID1A-B haltige Repressorkomplex, der reguliert sowas Interessantes wie Topoisomerase 2-Alpha. Wir haben es eben schon gehört. Übrigens kleine Anmerkung. Wie gesagt, 70% koamplifiziert mit HER2-Neu oder RP2 ist die richtige offizielle Genbezeichnung. Aber auch ROS, also Sauerstoffradikale, P53 über Histonen, Deacetylasen und so weiter, wird durch diesen Repressorkomplex reguliert. Aber auch, was Sie oben rechts sehen, ARID1A arbeitet mit ATR zusammen. ATR ist eine Kinase und diese Kinase ist dann tätig, wenn unsere DNA zerstört wird. In der Studie, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, hat man ARID1A Loss of Function, also Funktionsverlust durch eine Immunhistochemie, durch eine ganz banale Immunhistochemie nachgewiesen. Und es gibt einen Inhibitor von ATR, der heißt Ceralasertib. Und jetzt war die Frage, könnte es sein, dass wenn ARID1A verloren ist und ich eine Population von Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen mit einem ATR-Inhibitor behandle, ob ich dann eine synthetische Letalität sehe? Es war eine 2-Kohorten-Studie, die in ESMO vorgestellt wurde. Und ich zeichne jetzt nur die eine Kohorte, nämlich eine Monosubstanz mit dieser Tablette. Und was Sie hier sehen, ist, dass die meisten Patientinnen und Patienten, es waren Patienten mit NETs oder Pankreaskarzinomen, aber es waren auch einige Frauen mit Endometriumkarzinomen dabei. Und was Sie jetzt ganz unten sehen, ich habe leider keinen Pointer, aber Sie sehen so ein Spider-Blot. Und unten sehen Sie zwei Frauen mit Endometriumkarzinomen, die fantastisch mit einer Vollremission, einer lang andauernden Vollremission, auf diese Monotherapie mit diesem ATR-Inhibitor angesprochen haben. Nochmal, alle 10 Tumoren wiesen einen ARID1A-Funktionsverlust auf, den man mit einer banalen Immunhistochemie nachweisen konnte. Die zweite Kohorte zeige ich Ihnen nicht, die war nämlich überhaupt nicht so gut. Was war die zweite Kohorte? Die war nicht eine Monosubstanz, sondern in Kombination mit Olaparib. Also das war keine gute Idee. Das wird jetzt natürlich weiterentwickelt. Fand ich ein fantastisch interessantes Abstract. Jetzt würde ich gerne weitergehen. Jetzt zu einem meiner Lieblingsproteine. Seit über 30 Jahren forsche ich über onkogen RAS. Und Sie haben es gesehen, 15 von 33 sind Driver Seeds RAS-Mutationen. Und wir alle haben ja mal gelernt, ganz früher war das ja gar nicht. Da konnte man ja das Cetuximab allen Patienten geben mit Kolonkarzinom und so weiter und so fort. Und dann irgendwann wurde gesagt, das hat doch keinen Sinn, wenn es RAS mutiert ist. Aber so ganz stimmt das nicht. Sie kennen vielleicht die Papers, die zeigen, bei dieser seltenen G13D-Mutation, D ist Aspartat, im Codon 13, also 12, 13, 61 formieren die GDPase-bindende Domäne. Da wirkt das Cetuximab fantastisch. Wir haben jetzt gerade eine Patientin, die hat fast eine Vollremission bekommen mit einer onkogenen RAS-Mutation nach Gabe von Cetuximab. Die hatte diese seltene G13D-Mutation. Und jetzt ist natürlich die Frage mit den neuen RAS-Inhibitoren, kann das sein, dass Cetuximab dann ein Revival erlebt? Und ich habe jetzt hier das RAS großgeschrieben. Das ist Adagrasib, also RAS, ne, kennen Sie ja. RUS-Sarcoma-Virus, da ist es isoliert worden. Und dieses neue Medikament hemmt ganz spezifisch die G12C, das sind so ungefähr 4-5% der Kolorektalkarzinome, machen diese Mutation aus. Sie wissen, dass ungefähr 40-45% der Kolonkarzinome eine Mutation haben. Das Schöne an diesem Medikament ist, es hat eine sehr lange Halbwertszeit, hemmt irreversibel
die GDB-ASE-Funktion dieser onkogenen RAS-Mutation. Und die Frage war, es waren zwei Kohortenstudien, ist ein bisschen komplizierter, das zeige ich Ihnen jetzt auf dem nächsten Dia hier. Gottes Willen, das kann man, glaube ich, alles gar nicht sehen. Also da sind mehr Patienten als nur Kolonkarzinom-Patienten reingekommen. Die rot gekringelten sind die Kolonkarzinome. Sie sehen, in der Phase 1 hat man eine Expansion-Trial gemacht, dann Phase 1b, da hat man oben zwei Patienten mit Kolonkarzinom. Dann hat man in der Phase 2 das mit 44 Kolorektalkarzinom, ich kann es leider nicht zeigen, aber Sie sehen es rot gekästelt, ergänzt. Und ganz unten hat man dann 32 Patienten in der 1b, in der Kombi des RAS-Inhibitors plus Cetuximab. Und wie sind die Monodaten? Ach, das kann man ja auch gar nicht richtig sehen. Also hier die Mono und die sind ungefähr gleich. Also mit Kombi, das sind jetzt die Monodaten, Best Overall Response. Naja, es gibt Responses, die gestrichelte Linie zeigt, glaube ich, 30%. Also dann sind das mit partiellen Remissionen, aber keine Vollremission. Swimmer's Plot, naja, Sie sehen, wenn es gelb wird, ist schlecht und es wird ziemlich oft gelb. Das heißt, viele Patienten in der Mono-Kohorte sind doch relativ schnell progredient gewesen. Und wenn man jetzt allerdings die Kohorte anguckt, die zusammen mit Cetuximab behandelt wurde, nee, das Dia wollte ich eigentlich nicht zeigen. Genau, das ist jetzt die, das wollte ich Ihnen unbedingt zeigen. Das ist das wichtigste Dia in diesem Vortrag gewesen. Das ist jetzt die Kombinationskohorte dieser RAS-Inhibitor, also das Adragazib plus Cetuximab bei Patienten mit onkogenen RAS-Mutationen in diesem G12D-Mutation. Und Sie sehen hier, diese Patienten, einer hat eine Vollremission bekommen und einige doch deutlich mehr und nur zwei hatten Stable Disease beziehungsweise Progress, ich kann es gar nicht genau sehen. Ich glaube, es ist Stable Disease gewesen. Also deutlich besser in der Kombination. Und wie sieht hier der Swimmer's Plot aus? Sie sehen, dass Sie hier deutlich seltener und deutlich später die gelben Rauten sehen. Raute ist nicht nur eine Frau Merkel und jetzt natürlich auch der gute Scholz, sondern offenbar auch hier in den Plots zu sehen. Also die Kombination in spezifischer RAS-Inhibition plus Hemmung von EGFR als Resistenzmechanismus, Entwicklung, Aktivierung des EGFR-Pathways, ist, glaube ich, eine sehr interessante Applikation für die Zukunft. Die Toxizität war gar nicht so stark. Grad 3 und 4 sehen Sie hier rechts aufgetragen. Es gab Dermatitis, aber nicht wirklich schlimmste Nebenwirkungen. Es läuft jetzt eine Studie, die wahrscheinlich der Herr Arnold vorstellen wird. Ich weiß es nicht. Ich kenne da jetzt noch keine Daten. Wir nehmen auch an dieser Studie nicht teil. Eigentlich würde ich daran gern teilnehmen, weil das doch recht interessant ist. Es wird Chemotherapie bei dieser Mutation getestet, der G12C-Mutation versus die von mir hier vorgestellte Kombitherapie mit dem RAS-Inhibitor plus Cetuximab. Läuft. So, jetzt die beruhigenden Daten für unsere Patientinnen und Patienten mit Chemotherapie oder Immuntherapie oder der Kombination derselben. Es wurde einfach hier ein Abstract vorgestellt, wo eine Antikörpergenerierung nach mindestens zwei Vaccinationen am Tag 28 gemessen wurde. Und Sie sehen, dass unsere Patientenkohorten, also Immuntherapie, Chemotherapie oder die Kombi, tatsächlich genauso gute Antikörperanstiege haben wie die normalen Kontrollen. Das finde ich doch eine extrem beruhigende Tatsache und deswegen habe ich Ihnen das mitgebracht. So, und jetzt möchte ich zum Abschluss kommen, eine Studie, die ich nicht im ESMO gefunden habe, aber Herr Arnold, ich habe es mir einfach erlaubt, dass mir ich finde das wirklich, wirklich sehr interessantes Paper. CT-DNA, damit werden wir wahrscheinlich doch immer öfter jetzt konfrontiert. Ich kann das jetzt, könnte man das wieder ein bisschen größer machen hier? Nee, kann man nicht. Die Circulating Cell-Free Tumor DNA, das machen Sie mit einer Blutprobe, aber natürlich müssen Sie wissen, was der Tumor des Patienten, der Patientin überhaupt für eine Mutation aufweist. Und das werden wir gleich auch kennenlernen. Wichtig ist bei diesen komplizierten SSD-Standardisierungen, das können nur noch sehr wenige Labors machen. Und Sie wissen, dass es in der AIO jetzt einen randomisierten Versuch bei UICC2 Kolorektalkarzinom-Patienten gibt, nachstratifiziert nach Cell-Free Circulating Tumor DNA. Und ich möchte jetzt in diese Studie hineingehen, die wurde kürzlich im Lancet Oncology publiziert. Patienten mit einer muskelinvasiven Blasenkarzinomerkrankung, wurden hier randomisiert.
Nachdem sie eine Standard-Chemotherapie erhalten hatten, in entweder gar nichts, also Placebo, oder eben hier Atezolizumab, ein negativer Trial. Sie sehen das, blau ist Atezolizumab, rot ist Placebo und Sie sehen keinen Unterschied. Der Trial war komplett negativ. Und jetzt haben die Autoren, das ist der Tom Pauls, Erstautor, die jetzt das hier in Nature vorgestellt haben, die Frage gestellt, ob hier die Messung von Circulating Cell-Free Tumor DNA tatsächlich möglicherweise uns sagt, welche Patientin, welcher Patient von der adjuvanten Checkpoint-Inhibitor-Therapie profitieren könnte oder nicht. Und man muss sich vorstellen, man hat hier von allen Patienten, denen man habhaft wurde, das war ungefähr 2/3 aller Patienten, die randomisiert wurden, hat man 16 patientenspezifische klonale Tumormutationen bestimmt. Also ein Fingerprint in jedem Tumor. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Das muss man ja auch finanzieren. Und dann hat man diese Fingerabdrücke genommen und hat die Patienten erstens am Tag 1 der Adjuvanz und dann nochmal am, ich glaube, im Zyklus 3, Tag 1 nochmal angeguckt. Und aus diesen Differentialquotienten hat man gesagt, sind die Patienten negativ geworden, waren die Patienten überhaupt circulating DNA positiv und so weiter und so fort. Ich möchte Ihnen dieses Paper kurz vorstellen. Und die Studienendpunkte sehen Sie hier und die sind nachzulesen. So, und das ist, finde ich, das Wichtigste dir. Blau, so wie eben auch, das ist jetzt Nature, das andere war eben Lancet Oncology, sind die Patienten, die randomisierter Form Atezolizumab bekommen hatten. Rot sind die Patienten, die kein Atezolizumab randomisiert bekommen hatten. Dunkel gefärbt sind die Patienten, die am Tag 1 der Adjuvanz Circulating Tumor DNA positiv waren. Und blass formuliert sind die Patienten, die negativ waren für Tumor-DNA im Serum am Tag 1 der Adjuvanz. Und was Sie schon sehen können, ich würde es jetzt gern zeigen, aber Sie können es links ist das Disease-Free Survival, rechts ist das Overall Survival gezeigt. Denke ich, ganz schön sehen, dass die Patienten, die keine zirkulierende Tumor-DNA im Serum hatten, deutlich bessere Prognose aufwiesen und kein Unterschied war zwischen Atezolizumab oder kein Atezolizumab, so wie die Gesamtstudie das auch war, sowohl für das Overall Survival rechts als auch für das Disease Survival links. Und was Sie schon sehen können bei den dunklen Kurven, dass bei den Patienten fürs Disease-Free und fürs Overall Survival die Tumor-DNA hatten am Tag 1 des ersten Zyklus der Adjuvanz tatsächlich die Gabe des Immun-Checkpoint-Inhibitors einen Überlebensvorteil rechts oder einen Disease-Free-Survival-Benefit links gezeigt gemacht hat. Und ich finde sowas wirklich interessant, aber leider betrifft es nur sehr wenige Patienten und das zeigen wir hiermit. Und dann nerve ich Sie auch nicht mehr mit weiteren Kurven, weil das ist das letzte Dia, glaube ich jedenfalls. Was Sie hier sehen, ist links in blau wieder Atezolizumab und rot, das sind die Patienten, die kein Atezolizumab erhalten haben. Und ich habe das überschrieben mit CT-DNA-Konversion. Und das sehen Sie unten. Positiv bleiben trotz Atezolizumab die Mehrzahl der Patienten und auch die Mehrzahl der Placebo, der Nicht-Atezolizumab. 80% der mit Atezolizumab Behandelten bleiben CT-DNA-positiv und 96% ist es, glaube ich, ne? 96%, ja. Der mit Nicht-Atezolizumab behandelten Patienten bleiben CT-positiv. Aber von den Patienten, die Atezolizumab bekommen haben, sind 18% konvertiert ins Gute, nämlich ins Negative. Und das sind die Patienten, die einen fantastischen Vorteil haben. Das sehen Sie fürs Overall Survival links dargestellt. Das ist die starke Kurve. Das sind die Patienten, die sind serokonvertiert. Denen hat man wirklich geholfen. Es ist leider keine Mehrzahl, aber das finde ich wirklich total interessant. Und rechts sehen Sie die Kurve für die Patienten, die kein Atezolizumab bekommen haben. Da kann man sagen, die einzige gute Kurve ist die, die eben von vornherein CT-DNA negativ ist. Das ist diese Kurve, die ich jetzt nicht zeigen kann, aber die sehen Sie. Gut, wenn man alles zusammenfasst, was ich Ihnen heute Abend hier in diesem Parforce-Ritt zeigen wollte. Also ich glaube, es wird immer komplizierter. Diese Repressoren sind unfassbar interessant. Wir arbeiten seit 15 Jahren über einen Repressor, der heißt Ski. Der gehört nicht zu diesem Komplex, aber zu einem anderen. Aber wir haben jetzt hier bei diesem ARID1A und 1B
haben wir interessante ATR-Inhibitoren, die in der Monotherapie möglicherweise für eine kleine Fraktion von Patientinnen und Patienten interessant sein könnte. Und dann onkogene RAS-Mutationen werden endlich therapierbar, möglicherweise zusammen mit EGFR-Inhibitoren, die nämlich dann die Resistenz verhindern, die Resistenzentwicklung. Lassen Sie Ihre Patientinnen und Patienten impfen, egal wann, vielleicht nicht gerade die frisch allogen Transplantierten, die waren hier nicht dabei, aber alle anderen. Und ich glaube, dass CT-DNA, wenn im richtigen Labor durchgeführt, ein unheimlich interessanter Parameter sein wird in der Zukunft, um die Effektivität adjuvanter Therapie zu steuern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und da, wir unterhalten uns. Ganz herzlichen Dank für diesen wirklich tollen Zusammenfassung. Ich glaube, das ist auch extrem repräsentativ für die vielen Felder gewesen, in denen sich diese Innovation so toll zeigt. Fragen aus dem Chat haben wir keine. Ich habe mir ein paar notiert, die ich rund um die Diskussion beim ASCO mitbekommen habe. Eine Frage, um bei der G12C-Mutation zu beginnen, ist, warum ist diese Mutation, warum läuft die denn bei verschiedenen Tumorarten so unterschiedlich und warum ist der Therapieeffekt auch so unterschiedlich? Beim Kolonkarzinom ist es ja eine richtig böse der RAS-Mutation, prognostisch gesehen. Wir haben unter den ersten Substanzen mit Sotorasib gesehen, dass man da eine gewisse Wirksamkeit hat. Wir haben aber gesehen, dass die Wirksamkeit beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom deutlich höher ist, wenn die Inhibition durchführt. Woran liegt das? Warum sind diese Tumorarten so unterschiedlich? Und zweite Frage in dem Zusammenhang, woran liegt es denn, dass wir dann doch so relativ rasch wieder eine Progression haben, auch wenn es gelingt, diese wirklich üble Treibermutation hier sozusagen tatsächlich zu invertieren und in eine Remission zu bringen. Aber warum hält es denn nur so relativ kurz an, auch wenn in Kombination weniger kurz? Herr Arnold, ich glaube, dass wir die RAS-Mutation überhaupt noch nicht richtig verstehen. Das RAS ist ja von der Hefe bis zum Menschen konserviert. Das ist ein unfassbar wichtiges Gen. Man muss sich das vorstellen, von der Hefe bis zum Menschen ist die ETPase-Domäne komplett konserviert. E. coli kennt es nicht, aber ab Hefe haben wir das bis zu uns. Das ist ein extrem wichtiges Gen. Interessant ist doch, wenn wir eine onkogene RAS-Mutation in bestimmte Zellen einbringen, die keinen P53-Verlust, Funktionsverlust haben, dann sensibilisieren wir diese Zellen für DNA-Damage-Agenzien. Das haben wir gezeigt bei der AML, da wird es zur besten Prognose überhaupt. Also die onkogen RAS-mutierten AMLs, die ja selten P53 mutiert sind, wenn die Hochdosis ARC randomisiert damals bekommen haben, das war eine CRGB-Studie, 8525, dann haben sie die mit Abstand beste Prognose. Die haben die Inversion 16 und die 821 überholt. Beim Kolonkarzinom haben sie ganz andere Co-Mutationen als beim NSCLC. Und bei der AML haben sie fast nie eine P53-Mutation. Und diese Co-Mutationen bedingen, was diese individuelle RAS-Mutation aussagt für diese einzelne Tumorzelle. Und wie schnell der Selektionsdruck wird. Natürlich ist das alles einfach eine genetische Instabilität, aber ein bisschen hemmen wir halt die Progression dann mit dem Antikörper Cetuximab, weil wir dann den Selektionsdruck etwas hemmen. Aber es wird nicht lange dauern. Dann wird halt ein anderer Mechanismus über BRAF oder CRAF oder was auch immer zu einer Resistenz führen. Das ist schon richtig. Also, aber da haben wir ja auch Inhibitoren. Also ich denke, das wäre die zunehmende Erkenntnis wird uns RAS easier therapierbar machen. Das war genau meine Frage. Sie haben es fast schon gerade beantwortet. Was wäre sozusagen der nächste natürliche Kombinationspartner dann, der Sie interessieren würde? Jetzt haben wir die EGFR-Inhibition dann dazu, sehen eine gewisse Wirksamkeitsverstärkung. Was wäre da noch schön? Ja, downstream. Also auf dem MAP Kinase Pathway bleiben. Ja, klar. Und ich persönlich würde dann immer auch gleich den PI3 Kinase Pathway targeten, also mit mTOR oder so. Also ich glaube, wir haben da noch eine ganze Menge vor. Wir haben schon sehr viele super coole Substanzen. Wir müssen sie nur richtig cool einsetzen. Gut. Dann Frage zum zellfreien Tumor-DNA. Ich teile komplett Ihren Optimismus bezüglich der prädiktiven Wertigkeit für Therapieentscheidungen. Jetzt haben wir das sehr, sehr eindrucksvoll gesehen beim Urothelkarzinom für die nicht nur die prognostische Information, sondern auch die prädiktive Information, die für eine Immuntherapie da möglicherweise dabei ist. Frage, bei welcher Tumorart werden wir dann aus der zellfreien Tumor-DNA, die ja nicht nur quantitativ nachweisbar ist, dass zellfreie Tumor-DNA nachweisbar ist, sondern auch natürlich qualitativ ein entsprechendes Profil hat. Wie lange wird es denn dauern und bei welcher Tumorart werden wir da zuerst dann die Informationen, die wir aus der qualitativen Analyse dann haben und dann eine spezielle Therapie dann für die sich entwickelnde Resistenz oder
Resterkrankungen, wie auch immer wir es dann nennen, zum Einsatz bringen werden. Ist es auch die Leukämie, die da vorangeht? Sicher, die Leukämie tun was, aber... Die Leukämie geht doch immer voran, das ist doch klar. Ja, das ist doch logisch. Und das Plasmozytom wird unmittelbar danach folgen, da bin ich fest von überzeugt. Das Lymphom haben wir auch schon ganz coole Daten beim hochmalignen Lymphom. Wir alle kennen die Daten beim NSCLC, ne, wo wir unter Selektionsdruck dann Mutationsscreen machen können mit ctDNA. Ich bin sehr gespannt, was diese AIO-Studie zeigen wird, an der wir teilnehmen und die wir wirklich sehr spannend finden. Ja, ich glaube, es ist eine unfassbar interessante Zeit, in der wir leben, dass wir aus dem Serum irgendwann mal vielleicht dem Patienten auch die Biopsie ersparen können. Ja. Wäre ja schon eine coole Geschichte. Absolut. Ich weiß, erlaube mir so ein bisschen in der Eigenwerbung darauf hinzuweisen, wir haben sozusagen in Hamburg eine Studie laufen, bei der wir genauso die zellfreie Tumor-DNA messen wie in der AIO-Studie und dann die Patienten, wenn sie in einem Hochrisikokollektiv sind, in eine mRNA-Vakzinstudie überbringen, einfach die prognostische Information nutzen und dann sozusagen eine manufakturierte Vakzine zu haben. Ich glaube, das ist der gleiche Weg und dann enden wir in verschiedenen Endstrecken, aber ich teile da Ihre Einschätzung sehr, dass das ein ganz wichtiges wahrscheinlich Pan-Tumor-Steuer-Element sein wird. Ganz herzlichen Dank. Wir sind genau in der Zeit, glaube ich. Und ich würde mir erlauben, jetzt zur Pause überzuleiten, Herr Wündisch, oder greife ich Ihnen davor? Ja, und dann glaube ich, Herr Arnold, 19.35 Uhr weiter pünktlich. Genau. Alles klar. Okay, dann kurze Pause. Danke. Vielen Dank nach Marburg und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Für unser Tee. Ja, danke. Danke. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, alle haben die Pause genutzt. Und wir freuen uns sehr, dass wir weiter fortfahren im Programm. Wir haben schon einen Schnitt, den wir jetzt machen, von der schönen Keynote von Professor Neubauer jetzt zur supportiven Therapie. Auch da gab es ja schöne Daten auf dem ESMO. Und Frau Schilling hatten Sie ja schon kennengelernt, die mit mir den Tagesvorsitz hat. Und dann darf ich Ihnen, ich sehe Sie jetzt selber nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sie sehen, Frau Dr. Neumann vorstellen. Frau Dr. Neumann ist Oberärztin an Asklepios Klinik Nord und leitet auch das dortige MVZ. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt, Frau Schilling, helfen Sie mir, fangen Sie an oder fängt Frau Neumann an? Die Frau Neumann fängt an. Die Frau Neumann fängt an. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, Frau Neumann, Sie zu sehen. Und weil ich sehe nur mich selber, jetzt sehe ich Sie auch. Und oder guten Abend. Also es gibt Sie, Sie sind da und Sie lächeln und wir freuen uns jetzt sehr auf, Sie starten über die Beiträge zur Supportivtherapie und wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, ganz vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Und es ist ja tatsächlich so, dass in der Tumortherapie, wenn wir über die Tumortherapie sprechen heutzutage, die Lebensqualität der Menschen, der Patientinnen und Patienten nicht mehr wegzudenken ist aus den Diskussionen. Die Therapien werden immer komplexer, die Kombinationen werden komplexer. Und für jeden Menschen hat letztendlich die Gewichtung der einzelnen Punkte der Lebensqualität ja einen anderen Stellenwert, aber allen gemeinsam sind eben einzelne ganz spezielle Punkte. Und da ist es so, dass die Übelkeit, die chemotherapie-assoziierte Übelkeit bei den Patienten schon ein großer Angstfaktor ist, vor Beginn der Therapien oder auch im Laufe der Zeit. Und mit den neuen Therapien, die wir haben, mit den Kombinationstherapien, muss man sicherlich auch die Therapiestrategien, was die Antiemese angeht, eventuell überdenken. Wir haben hier einmal die aktuell geltenden ESMO-Leitlinien zur Antiemese. Und da muss man aber eben auch schauen, das Dexamethason hat einen hohen Stellenwert. Dexamethason hat multiple Nebenwirkungen. Die Patienten und Patientinnen leben länger und bekommen unter Umständen eben auch mehr dieser Spätfolgen einer langwierigen Steroidtherapie mit.
Und unter anderem kann es eben auch zu Wechselwirkungen führen, was die Immuntherapien zum Beispiel angeht, wo die Daten dafür sprechen, dass eine Kombination auch höher dosierten Dexamethason und Immuntherapien nicht sinnvoll sind. Würde ich gerne jetzt zwei Beiträge, einen aus Japan, einen aus China beleuchten, die auf dem diesjährigen ESMO gezeigt wurden, wo es insbesondere um den Stellenwert des Dexamethasons in der Antiemese hochemetogener Chemotherapien geht. Die erste Arbeit ist aus Japan, eine Doppelblindstudie Phase 3, die die Länge der Dexamethason-Therapie unterschieden in eine Eintagesgabe in Kombination mit einem NK1-Rezeptorantagonisten, einem 5-HT3-Antagonisten und Olanzapin testen soll im Vergleich zur längeren Therapiedauer Tag 1 bis 4 vom ersten Tag der Chemotherapie angerechnet. Das Ganze sollte, Ziel dieser Studie war letztendlich die Nicht-Unterlegenheit der kurzzeitigen Dexamethasongabe zu zeigen. Und es wurden Patienten eingeschlossen, die mehr als 50 Milligramm Cisplatin pro Quadratmeter Körperoberfläche in der Erstlinientherapie erhalten haben, zusammen eben mit der eben genannten Kombination aus Antiemetika. Der primäre Endpunkt war die komplette Remission, definiert als keine Übelkeit, kein Einsatz anderer antiemetischer Medikamente während der Phase von 24 Stunden bis 120 Stunden nach Cisplatintherapie. Und als sekundäre Endpunkte wurde auch die akute Phase, also in den ersten 12 Stunden, sowie die Quality of Life an Tag 8 und auch die Patienten geschilderten Nebenwirkungen mit hinzugenommen. Von 2018 bis 2021 wurden insgesamt 281 Patienten eingeschlossen, 274 gingen letztendlich in die Auswertung ein, und wenn man sich die Daten anschaut, so ist stellen sich beide Arme in etwa gleich dar, und letztendlich Fazit ist dieser Studie, dass die kurzzeitige Therapie des Dexamethasons der langzeitigen Therapie nicht unbedingt unterlegen ist. Also das Ziel der Studie wurde letztendlich erreicht. Allerdings eben auch in dieser Kombination aus den genannten Medikamenten. Die zweite Studie aus China stammend soll eben, wie gerade eben schon auch in der Vorstudie aufgeführt, das Olanzapin noch einmal, den Stellenwert des Olanzapins, einem Dopaminantagonisten, ein bisschen mehr beleuchten und die Frage klären, ob das Olanzapin letztendlich durch das Dexamethason durch das Olanzapin letztendlich ausgetauscht werden könnte. Ist das Olanzapin dem Dexamethason unterlegen, ja oder nein? Es wurde prospektiv randomisiert in einen Therapiearm aus einem 5-HT3-Rezeptorantagonisten, einem NK1-Rezeptorantagonisten und Olanzapin oder der genannten Kombination mit Dexamethason statt Olanzapin. Und auch da war der primäre Endpunkt die komplette Remission, das heißt die Beschwerdefreiheit in den ersten 120 Stunden. Und hier zeigt sich, wenn man die beiden Gruppen einmal vergleicht, dass es im Prinzip so gut wie gar keine Unterschiede gab zwischen den beiden Gruppen. Und die Studiengruppe postulierte daher, dass das Olanzapin in einer Dosierung von 5 Milligramm, da sich herausgestellt hatte, dass 10 Milligramm einfach zu stark sedierend sind, in dieser Triplet-Kombination dem Dexamethason nicht unterlegen ist. Und wenn man das Nebenwirkungsprofil durchschaut, dass Olanzapin weniger Nebenwirkungen hat als das Dexamethason. Allerdings muss man sagen, wenn man die Patientenreports anschaut, dass es schon so ist, dass die Patienten über etwas mehr Übelkeit geklagt haben
in den kürzeren Dexamethason-Dosierungen beziehungsweise wenn kein Dexamethason gegeben wurde, sodass man da einfach auch einmal die weiteren Daten anschauen muss. Vielen Dank. Es gibt noch keine Fragen im Chat. Eine war Olanzapin 5 Milligramm, die hast du beantwortet. Jetzt kommt die nächste. Ah, hat sich erledigt, genau. Das stand auf dem Dia. Ja, Svenja, lassen wir das Dexa jetzt weg an Tag 2 bis 4 in Zukunft oder wie sieht's aus? Ich muss sagen, anhand dieser Daten kann ich das so noch nicht entscheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist das Olanzapin als Dopaminantagonist. Ich glaube, da haben wir hier in Deutschland relativ wenig Erfahrung mit, auch in den Wechselwirkungen der Therapien. Ja, es ist natürlich zu bedenken, eben die Kombination mit Immuntherapien und Dexamethason, aber insgesamt spricht schon noch vieles dafür und gerade wenn man sich eben auch diese Patientenreports anschaut in den Studien, ist es so, dass die Patienten schon, auch wenn es nicht signifikant war und in den Datenauswertungen so nicht rüberkam, aber die Patienten, denen ging es schon besser unter der Dexamethason-Therapie. Genau, also das glaube ich auch, weil also Erbrechen ist, glaube ich, nicht das Problem für viele, weil dann kommt es halt einfach auf einmal raus, sondern dieses malade Gefühl, diese Übelkeit, die immer da ist. Ich glaube, das belastet die Patienten mehr. Und wenn man jetzt eben die Studien genauer anschaut, dann war das halt schon ein Problem, wenn die Dexa-Dosis verkürzt wurde. Ja. Außerdem muss ich sagen, also wir geben immer nur 4 Milligramm nur noch statt 8, was wunderbar wirkt. Und da habe ich persönlich, hätte ich auch keine Bedenken, das parallel zu einer Immuntherapie zu verabreichen, muss ich sagen. Geht mir genauso, ehrlich gesagt. Ups, jetzt ist der Chat weg. Es gibt noch eine Frage. Wir haben seit circa einem Jahr auf Olanzapin umgestellt. Es vertragen nicht alle Patienten gerade. Die Älteren sind teilweise sehr müde. Ja. Das ist eben genau das, was eben auch berichtet wird. Dass dieser sedierende Effekt des Olanzapins, und das ist, glaube ich, also ist es für ältere Menschen schon auch schwierig, aber auch gerade die jüngeren Menschen in den Tumortherapien, da glaube ich schon, dass es da schwierig ist, wenn die eben ihrem Alltagsgeschäft nachgehen möchten, dass die dann dauerhaft wie in Watte gepackt, genau, total müde sind. Ja, vielleicht auch nochmal ein Vorteil vom guten alten Dexa. Dexamethason. Genau. Also ich glaube, ich würde das auch kritisch sehen noch. Noch eine Frage. Auch die Kombination mit Fenistil ist nicht zu unterschätzen. Ja, das allerdings. Die kennen wir alle. Ein guter Schlaf. Ein guter Schlaf, genau. Bevor Sie jetzt in den Schlaf fallen, was ich nicht hoffe, würde ich dann noch zwei weitere Abstracts vorstellen aus dem Supportivbereich. Jetzt kriege ich wieder die Folien leider auf die kleine Leinwand, deswegen muss ich jetzt die Brille anziehen. Es geht einmal um eine Arbeit, die in der Head and Neck Session gezeigt wurde, dort in der Proffer Paper Session war oder in der Mini Oral Session, sehe ich gerade, und zwar die Elderly-Studie. Hintergrund der Studie war, dass die Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren ja eher über 65 Jahre alt sind, auch mit steigender Tendenz. Aha, jetzt ist schön, jetzt sehe ich, meine Dias sind groß, tue ich mich leichter. Man hat sich gefragt, ob man die Therapie dieser älteren Patienten ab 65 personalisieren kann, wenn man ein umfassendes geriatrisches Assessment durchführt. Primärer Endpunkt der Studie war eine geänderte Anzahl von Therapieentscheidungen und der sekundäre Endpunkt war die Patienten in drei Kategorien gemäß dieses umfassenden Assessments einzuteilen und auch die Präzision des Screening-Tools zu testen. So hat die Studie ausgesehen. Man hat Patienten über 65 Jahre mit einem fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumor eingeschlossen, es waren 100 Stück, Alter 76 Jahre. Dann wurden diese Patienten einem Tumorboard
besprochen, eine Therapieempfehlung abgegeben und dann gab es ein geriatrisches Assessment. Parallel wurden die Patienten gescreent mit einem Bogen, der G8 heißt. Vielleicht kennt den der ein oder andere von Ihnen, ich zeige ihn gleich nochmal. Und dann wurde ein erneutes Tumorboard durchgeführt. Also eigentlich ganz spannender Ansatz, wie ich finde. Das ist das G8-Screening. Das ist für mich jetzt viel, viel zu klein. Sie können es zu Hause vielleicht besser sehen. Also man kann dafür gewisse Dinge wie Mobilität oder neuropsychologische Probleme Punkte vergeben. Und das wird eben als Screening-Tool benutzt, war aber noch nie im HNO-Bereich im Einsatz. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ein Drittel der Patienten wurden als fit bezeichnet. Etwas mehr als vulnerabel und fast genauso viel, fast auch ein Drittel als frail, fand ich ziemlich viel für die Altersgruppe. Und es kam in 12% der Fälle, das heißt eigentlich bei jedem 10. Patienten, zu einer Therapieänderung. Also die Entscheidung wurde geändert, nachdem das geriatrische Assessment vorlag. Es waren 7-mal Deintensivierungen, aber auch interessant 4-mal Intensivierungen der Therapie. Und einmal hat man von einem operativen Regime auf eine Radiochemotherapie geswitcht. Was man rausgefunden hat, und das war auch gut, und da lohnt sich auch die Durchführung solcher Studien, es gab eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten supportiven Unterstützungsmaßnahmen, das zeige ich Ihnen gleich. Man konnte bei dem G8 einen suffizienten Cut-off identifizieren, der lag bei 14. Gab es mehr als 14 Punkte, waren die Patienten fit, waren sie hatten sie weniger als 14 Punkte, dann hat man sie in die vulnerable oder frail Gruppe des großen Assessments eingeteilt. Trotzdem, trotz allen geriatrischen Assessments, kam es trotzdem in 34% der Fälle noch zu Grad 3 AEs, zu stationären Aufnahmen, aufgrund der Toxizität. Also davor schützt auch das Assessment nicht. Hier sehen Sie nochmal die Sensitivität, die sehr, sehr gut ist bei einer moderaten Spezifität des G8-Screenings. Hier nochmal also jeder 10. Patient hat eine andere Therapie erhalten nach diesem geriatrischen Assessment. Und hier sehen Sie, was sich dann doch positiverweise zusätzlich geändert hat. Nach diesem Assessment gab es viel mehr Ernährungsberatungen für die Patienten. Das hat sich fast verdoppelt, wie Sie sehen. Es gab viel mehr psychische Unterstützung, also 4 versus 20%, das ist schon ein Pfund. Und auch die Co-Medikationen haben sich geändert. Also absolut sinnvoll, das dann durchzuführen. Was nicht gezeigt werden konnte, weil es keine randomisierte Studie war, hat das ganze Switchen der Therapie auch prognostische Auswirkungen. Das können wir nicht beantworten, aber was wir sicher sagen können, im klinischen Alltag ist ein G8-Screening sicher ein gutes Tool, weil es ist relativ schnell auszufüllen und man braucht nicht dieses große, umfassende Assessment durch einen geriatrischen Kollegen. Frage, Svenja, kann man das auf andere Tumorentitäten übertragen? Also das habe ich mich gefragt. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt bei dieser Arbeit. Ich glaube, man kann es nicht vollständig, also die gerade die Patientengruppe ist ja eine Patientengruppe, die relativ vielen Noxen auch ausgesetzt war. Das heißt, das, was wir auch im Alltag sehen, ist, und das spiegeln eigentlich auch die Ergebnisse so wieder. Wir sehen schon Patienten, die auch zwischendrin doch deutlich fitter sind als ihr Alter. Aber wir sehen auch viele Patienten, die in Anbetracht ihres Alters eher als deutlich vorgealtert einzustufen sind. Und da muss man tatsächlich auch die Therapie unter Umständen nochmal die Therapieintensität überdenken. Auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube nicht, dass man das so einfach übertragen kann, weil es ja schon
Ich meine, die haben bei 65 Jahren angefangen. Da denke ich über ein geriatrisches Assessment eigentlich überhaupt nicht nach, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es in Nord ist. Eher nein. Eher nein, genau. Das ist natürlich der Patientengruppe, glaube ich, geschuldet. Das denke ich. Also ich finde auch, die 65 finde ich auch eine schwierige Altersgrenze. Genau, das ist ja so, dass das eigentlich auch gar nicht das Eintrittsalter für geriatrische Behandlungen oder so ist, oder gerade so der Cut-off, von daher genau. Ist das schon schwierig. Absolut, ich fand es trotzdem interessant, weil sich eben die Therapieentscheidungen geändert haben. Vielleicht sollte man bei verschiedenen Entitäten, wie jetzt den Kopf-Hals-Tumoren, ich denke auch an die Glioblastome in dem Fall, doch auch sich wirklich mal die Mühe machen, so ein geriatrisches Assessment durchzuführen. Und auch wenn es zu keiner anderen Therapieentscheidung führt, vielleicht finden wir diese unerfüllten Unterstützungsbedürfnisse dann auch besser raus. In diesem Sinne, jetzt brauche ich meine Brille wieder, würde ich dann auch weitermachen. Jetzt geht es nämlich ums Cancer Survivorship und es geht um die unerfüllten Unterstützungsbedürfnisse jetzt nicht der akut erkrankten Patienten, sondern eben der genesenen Patienten. Die Präsentatorin des Abstracts, die Martina Schmidt aus dem DKFZ, die hat ihren Vortrag so eingeleitet: Wir verbringen viel Zeit mit Forschung, um das Leben zu verlängern, aber wenig Zeit, damit das Leben dann hinterher auch oder die Langzeitfolgen besser zu erforschen. Und es gibt viele unerfüllte Unterstützungsbedürfnisse bei Cancer Survivors. Das Studiendesign erkläre ich Ihnen gleich noch an einer Extrafolie. Letztendlich haben die Heidelberger einen 36-Item-Fragebogen benutzt und den circa 4 Jahre nach der Erstdiagnose eingesetzt. Und die Patienten mussten angeben, wie sehr sie sich durch das jeweilige Symptom beeinträchtigt fühlten und wenn es sie beeinträchtigt hat, ob sie dann auch Unterstützung erhalten haben. So sah die Studie aus, die basierte auf einer Fatigue-Studie aus Heidelberg und man hat jetzt praktisch dieses Follow-up einfach genutzt und hat immerhin in 80% fast ein komplettiertes Follow-up bekommen, was eine extrem tolle Rücklaufquote ist, wie ich finde. Zu den Ergebnissen: Alles in allem, glaube ich, kann man sagen, die Patienten sind zufrieden, das sind die grünen Balken. Sie sind aber mit der Tumorbehandlung mehr zufrieden als mit der Behandlung der Nebenwirkungen. Also da haben wir noch Handlungsbedarf, vielleicht auch noch Forschungsbedarf. Und jetzt zu den Ergebnissen: Was hat Sie in den letzten 6 Monaten am meisten gestört und belastet? Das sehen Sie ganz oben. Die eigene körperliche Unfitness, Fatigue, ein Riesenthema, sexuelle Probleme, auch ein sehr großes Thema, dann wird es ein bisschen weniger. Dann kamen die Neuropathien und die kognitiven Einschränkungen, was wir ja auch so aus anderen Studien und Untersuchungen so kennen. Dann haben die Kollegen in Heidelberg geguckt, gibt es verschiedene Muster, gibt es Probleme, die in bestimmten Patientengruppen, bei bestimmten Entitäten, wie man ja auch vermutet, häufiger auftreten. Da sieht man schon mal sexuelle Probleme mehr bei Männern als bei Frauen. Natürlich wegen den Prostatakarzinomen, aber wenn Sie so auf die rechte Seite des Dias gucken, auch Patientinnen mit Ovarialkarzinomen, mit Magenkarzinomen, Rektum- und Blasenkrebs haben häufig über sexuelle Probleme berichtet. Also nicht nur die Männer mit Prostatakarzinomen. Und das ist ja auch so ein Thema, was bei uns ehrlicherweise meistens untergeht. Sage ich jetzt mal aus meiner eigenen klinischen Erfahrung. Hier sehen Sie die Nebenwirkungen durch die Chemotherapie hervorgerufen werden. Völlig verständlich, brauche ich nicht darauf einzugehen, aus Gründen der Zeit jetzt. Sie sehen ein geändertes Körperempfinden,
oder ein schlechtes Körperempfinden. Das war auch sehr häufig bei den Patientinnen mit Ovarialkarzinomen oder auch Patienten mit Magenkrebs. Und insgesamt war Übergewicht ein großes Thema. Also außer bei den GI-Tumoren oder bei vielen GI-Tumoren nach Gastrektomie, nach Pankreatektomie, nach Ösophagektomie haben wir ja eher das Problem, dass die Patienten abnehmen und nicht wissen, wie sie zunehmen sollen. Bei allen anderen ist es dann in der Langzeitnachsorge doch so, dass die Patienten ordentlich an Gewicht zunehmen. Und das war auch ein Punkt, der die Patienten nachhaltig gestört hat. Und jetzt gucken wir uns die Zahlen an. Wie ist der Arzt oder die Ärztin drauf eingegangen? Gab es Unterstützung? Gab es Hilfe? Und das sind jetzt schon nicht so wirklich schöne Zahlen, muss ich sagen. Sie sehen, also die Hälfte der Patienten waren mit der Unterstützung, was ihr Körperempfinden anging, ihr Körperbild anging, waren unzufrieden. Also und zwar richtig unzufrieden. Genauso auch mit der Unterstützung bei sexuellen Problemen. Sie sehen dann noch weitere Punkte, Fatigue weiterhin, kaum Unterstützung. Wird sich vielleicht im Zuge des Long-Covid-Syndroms jetzt ändern, möglicherweise. Gewichtszunahme wurde nicht beachtet, Neuropathie wurde nicht beachtet und auch die kognitiven Einschränkungen, das sind wirklich die häufigsten Funktionseinschränkungen von Tumorpatienten, da gab es wenig Unterstützung. Mehr Unterstützung gab es dann bei so Dingen, die wir gut behandeln können, wo es Medikamente gibt, zum Beispiel Schmerzen. Da war der Unterstützungsbedarf deutlich geringer oder auch mit Augenproblemen oder mit Herzproblemen. Aber woher kommt es? Da haben wir die Pillen und können das behandeln und wir geben dem Patienten das Medikament und dem geht's besser und alle sind glücklich. Und bei all den anderen Punkten, und das war dann auch letztendlich die Zusammenfassung der Autoren, da gibt es eben keine Tabletten und dann ist die Fatigue weg oder die sexuelle Funktionsstörung ist weg. Und also Sie haben es gesehen, über ein Drittel der Patienten, nachdem wir jetzt seit 10 Jahren mindestens über Cancer Survivorship auch in Deutschland reden, haben unerfüllte Unterstützungsbedürfnisse. Und es sind natürlich viele, viele Menschen, weil wir ja immer mehr Patienten auch heilen können. Und wie gesagt, es bezieht sich hauptsächlich auf die Bereiche, die wir eben nicht mit Tabletten so einfach heilen können. Und damit möchte ich schließen. Ich denke, das war einfach nochmal ein Aufruf an uns alle, dass wir diese Themen einfach bei all den super tollen Ergebnissen und bei all der spannenden Zeit, die wir hier erleben, eben nicht vergessen dürfen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Achso, ich muss ja hier gucken. Ganz herzlich. Ich sehe jetzt im Chat, also zumindest ich hier, keine Frage. Und danke auch nochmal an die Erinnerung und Mahnung an uns alle, ne, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt oder Kommentare, würde ich, glaube ich, Zeit ist ein Ticker fortgeschritten, überleiten zur Thorax-Onkologie. Und ich werde wieder die drei Kollegen nicht sehen. Ich denke, als erstes würde ich den Privatdozenten, den Dr. Reinmuth, vorstellen. Chefarzt, großes thorax-onkologisches Zentrum, Asklepios-Klinik München-Gauting. Dann aus Hamburg, der Dr. Wessler aus der Thoraxchirurgie, den sehen wir wahrscheinlich auch gleich. Und ich habe ihn schon gehört und weiß ich, dass Professor Wehler, wo ich mich sehr darüber freue, dass ich ihn hier vorstellen darf, das ist, hat im Juni in Gießen, einem Nachbarstandort, begonnen, an der Medizinischen Klinik 4-5. Ja, wunderbar, jetzt sehe ich beide, sonst sieht man immer nur sich selber. Und es, ich glaube, er ist gerade als Fachexperte unterwegs, ist wahrscheinlich ein gedipptes Hotelzimmer hier. Und ja, freut mich sehr, dass er sowohl in Gießen, er ist auch in Offenbach tätig, als Chefarzt der dortigen Klinik. Und ja, ich denke, ich übergebe dann mal an Herrn Reinmuth, der durch die Session sozusagen führen wird. Und erteile Ihnen das Wort. Und Herr Wessler kommt wahrscheinlich dann so vom Podest dazu. Ja, lieber Professor Wünsch, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die auch Möglichkeit, das thorax-onkologische Feld hier darstellen zu dürfen. Ich muss gleich am Anfang
erstmal Herrn Wessler entschuldigen, weil der wird nämlich gar nicht dabei sein. Der hat familiäre Verpflichtungen und das hält ihn heute ab, dabei zu sein. Ich habe mit ihm heute nochmal telefoniert, der wäre wirklich gerne dabei gewesen, aber eine akute Situation hat das quasi verhindert. Aber mit Herrn Wähler, den wir kennen uns schon lange und sehr gut, hoffen wir trotzdem, das Feld, glaube ich, glaubhaft und auch umfassend darstellen zu können, was immer schwieriger wird. Wir haben in der Thorax irgendwie seit Jahren eine quasi Lawine an Neuentwicklungen erlebt. Das Feld ändert sich quasi dauernd. Und allein schon, dass man sieht, dem ESMO ging ja nur eine Woche vorher der Weltlungenkrebskongress voraus, wo es auch neue Daten gab. Und dementsprechend ist das eigentlich mittlerweile für uns fast eine Schwierigkeit geworden, die wichtigsten Abstracts herauszuwählen. Und das Feld teilt sich auch immer wieder neu auf. Mal waren es eher die Tyrosinkinase-Inhibitoren und dann die Immuntherapien. Jetzt ist es eher so, dass die Dynamik sich teilweise doch mehr jetzt sogar in den neuen Stadien abspielt, um dann die, sag ich mal, die späten Stadien, das Stadium 4, also das metastasierte Stadium, wieder sich mit ganz anderen Herausforderungen quasi befasst. Und damit möchte ich eigentlich jetzt überleiten zu dem ersten Vortrag, nämlich über die frühen Stadien. Und du, lieber Thomas, kannst ja oder wirst ja freundlicherweise auf die wichtigsten Neuerungen eingehen. Und ich würde mal sagen, die Schatten, große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus, würde ich mal sagen. Ja, exakt so ist es. Vielen Dank für die Einleitung und den Überblick. Es ist tatsächlich ein großes Feld geworden, die Thorax-Onkologie, mit vielen, vielen Änderungen im Detail. Wenn man da so ein bisschen den roten Faden daraus ableiten möchte, kann man sicherlich sagen, ohne eine extrem differenzierte molekulare Diagnostik ist im Prinzip eine vernünftige Therapie weder in den frühen noch in den späten Stadien heutzutage möglich. Das gilt es eben auch nicht nur statisch zu betrachten am Anfang, wenn es um die Therapieeinleitung geht, sondern unterwegs, während man den Patienten begleitet und bezüglich Therapieentscheidungen immer wieder neue Weichen stellt. Das ist ganz klar die Zukunft. Das zeichnet sich eben an den Daten, die wir jetzt aus dem WCLC und ESMO diesen Jahres mitgebracht haben und ein bisschen vorstellen wollen, ganz klar ab. Man braucht die Pathologen an seiner Seite, um gute Medizin zu machen. Und zum Glück haben wir im Team hervorragende Pathologen. Wir haben einen starken NNGM-Standort bezüglich thorakale Onkologie mit Herrn Gattenlöhner in Gießen. Das ist eine extrem wichtige Komponente, um diese Art moderner Medizin zu machen. Und tatsächlich bietet sich dort das komplette Spektrum an Diagnostik. Kommen wir jetzt zu den Highlights in den frühen Stadien, hier die Disclosures. Es geht zunächst um eine Studie, die COAST-Studie, ist eine Phase-2-Studie, eine Plattformstudie, die gleich zwei Wirkstoffe getestet hat in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor, nämlich dem PD-L1-Inhibitor Duvalumab, und zwar bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resizierbaren NSCLC, also dem Stadium 3. Da ist es ja schon Goldstandard, dass Duvalumab zum Einsatz kommt, aber des guten Feind ist das Bessere. Und hier, das sind jetzt Designs, die darauf abzielen, zu der klassischen Checkpoint-Inhibition noch weitere Wirkkomponenten hinzuzunehmen. In diesem Fall sind das Stroma-modulierende Substanzen. IO, das kennen wir schon. Das sind einerseits die bekannten Kombinationen CTLA-4 und PD-L1, die sich bewährt haben, zumindest im Melanom und auch in der Lunge für bestimmte Subgruppen. Viele andere sehr gehypte Komponenten als IO-IO-Partner sind eher gescheitert. Und hier wurden jetzt zwei Substanzen. Eine, das ist das Oleclumab, ein Anti-CD73-Compound, und das Monalizumab, ein Anti-NKG2A-Compound, getestet. Und erstmalig, muss man sagen, hat das jetzt neue positive Impulse gebracht. Das ist das Studiendesign, straightforward. Entweder hat man Duvalumab Mono eingesetzt oder die jeweiligen Kombinationen. Wir reden über das lokal fortgeschrittene, nicht resektable Stadium 3. Und
Der primäre Endpunkt war zunächst mal dass die Overall Response Rate, ausgewertet wurde aber auch das PFS. Und das sind die Daten bezüglich des PFS nach Prüfarztbeurteilung in der Interimsanalyse, wo immerhin 60 Patienten schon in allen drei Armen waren. Und da zeigen sich doch ein medianes PFS bei unter Durvalumab von 6,3 in der Kombination mit Oleclumab noch nicht erreicht und in der Kombination mit Monalizumab von 15,1 deutliche Hazard Ratio, die zugunsten dieser neuen Kombination dafür sprechen. Wenn man jetzt solche Kombinationen einführt, interessiert einen natürlich unbedingt auch die Toxizität, die damit verbunden ist. Da ebenfalls recht positive Nachrichten, zeigt keine dieser neuen Kombinationen ein signifikant höheres Toxizitätsniveau als die etablierte Durvalumab-Monotherapie in diesem Setting. Kann man zusammenfassen, das ist vielversprechend, aber es ist Phase 2. Eine Phase 3-Studie, die in Planung ist, muss jetzt beweisen, dass das tatsächlich auch konsistent ist in der Datenlage. Und darüber hinaus wünscht man sich, und das möchte ich daraus ableiten, natürlich direkt einen Biomarker, der einem jetzt sagt, ja, welche Kombi für welchen Patienten denn jetzt unterm Strich die beste ist. Und das ist tatsächlich die Challenge für die Zukunft, hier exemplarisch gezeigt an einem vielversprechenden Konzept. Dann gab es, das ist ja sozusagen der Basis und der Goldstandard, die Pacific-Studie, ein Update und Real-World-Data. Da wurde die Behandlungsdauer und Zwischenanalysen des PFS bei Patienten im nicht resektablen NSCLC-Stadium 3, die dann Durvalumab, also eben den Goldstandard, nach der Radiochemotherapie erhalten haben, gezeigt. Über einen sehr, sehr langen Zeitraum wurde das Ganze nachbetrachtet. Wir haben als primäre Endpunkte PFS und Overall Survival. Wir reden hier jetzt über 1400 Patienten aus über 290 Zentren, 11 Länder, also wirklich Real-World-Data. Auch so verteilt, dass man sagen kann, das ist repräsentativ für europäische Belange. Und da ist die mediane Zeit bis zum Beginn der Durvalumab-Behandlung ab dem Ende 56 Tage. Das ist bedauerlich, weil wir im Grunde genommen schon aus der Original-Pacific-Studienlage wissen, dass es extrem wichtig ist, früh zu beginnen mit der Immuntherapie nach Abschluss der Radiochemotherapie. Und wir sehen, dass die Therapiedauer relativ lang ist. Und unterm Strich kommen wir da dann zu einer Diskrepanz zwischen sozusagen den Pacific-Originaldaten, wo immerhin auch über 400 Patienten untersucht wurden, und den Pacific-Real-World-Data. Da kommen wir auf ein medianes PFS von 21,7. Also das Prinzip funktioniert und ist zu Recht zum Standard geworden. Auch da hat man jetzt in Subgruppen reingeguckt, nach Histologien, nach Stadien, nach PD-L1-Expressionsstatus. Und tatsächlich sieht man da, dass Einzelne anscheinend deutlich besser davon profitieren. Allerdings ist es noch nicht so weit, dass man jetzt ein klares sozusagen Biomarker-Profil oder Signatur ableiten kann, die es ermöglicht, diese Patienten besser zu identifizieren, die gut oder sehr gut bzw. nicht gut profitieren. Und es bleibt eben Aufgabe der Zukunft, genau diese Wissenslücke zu schließen, den Tumor einfach schlichtweg in der Biologie besser zu verstehen. Kommen wir weiter zur Langart-Studie. Auch das, denke ich, absolut erwähnenswert, wenn es um die frühen Stadien geht. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die klinisch relevanteste Studie. International randomisiert hat verglichen die postoperative konformale Radiotherapie versus keine bei Patienten mit komplett resizierten, nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen und mediastinalen N2-Beteiligung. Also eine Patientengruppe, die man gerne und intensiv in den Tumorboards immer wieder diskutiert hat, wie es da weitergeht. Und es gab sozusagen den Algorithmus, dass man die N2 dann im Prinzip alle nachbestrahlt hat. Diese Studie hat genau das in Frage gestellt. So ist das Studiendesign aufgebaut. Konformale Port versus einfach nur Kontrolle bei entsprechend vollständig resizierten NSCLC mit N2-Status. Und Disease-Free Survival ist der primäre Endpunkt. Und da muss man sagen, ist
dass mediane Disease-Free Survival in der Kontrolle das 3-Jahres-DFS bei 43,8% versus 47,1%. Wenn wir uns das Overall Survival angucken nach 3 Jahren, dann ist die Kontrolle mit 68,5 versus die bestrahlten Patienten mit 66,5% einen Tick besser. Das Follow-up war sehr lange, also 4,8 Jahre, sodass man schon sagen kann, dass das entsprechend auch eine Datenqualität hat. Und die Kurven, insbesondere in Bezug auf das Overall Survival, liegen da verdammt eng beieinander. Sodass man sich schon überlegen muss, was hat das sozusagen für einen Benefit, vielleicht für Einzelne, oder hat es überhaupt noch einen Benefit? Analysiert wurden in dem Kontext die Rezidivmuster, also ob es ein mediastinales Rezidiv ist oder eher Fernmetastasen. Und auch da kommen wir dann letztlich zu einer Hazard Ratio fürs mediastinale Rezidiv von 0,45. Das heißt, die mediastinalen Rezidive treten hauptsächlich im initial beteiligten Lymphknoten und signifikant seltener im Portarm auf. Dann hat man geguckt, was gibt es für prognostische Faktoren bezüglich der DFS-Komponenten. Und da ist es ein wilder Mix aus sozusagen Performance-Status, aber vor allen Dingen eben auch der Lokalisation, der exakten Lokalisation des Lymphknotens. In der Zusammenfassung kann man sagen, die Verabreichung der Bestrahlung bei N2-Status verringert das Risiko für mediastinale Rezidive, hat jedoch keinen signifikanten Einfluss auf das krankheitsfreie Überleben. Es wurden zwar diverse prognostische Faktoren, die mit den DFS-Komponenten assoziiert sind, identifiziert. Das ist aber im Wesentlichen fokussiert auf die Art der Lymphknoten, die beteiligt sind. Beweise für prädiktive Faktoren der Strahlentherapie basierend auf den DFS-Komponenten gibt es nicht. Das heißt, die Diskussion in den Boards sollte definitiv intensiv auch weitergeführt werden, vielleicht noch intensiver als in der Vergangenheit und nicht einem sturen Algorithmus folgen. Und die prognostischen Faktoren für Rezidive sollten insbesondere auch in Belang auf die Toxizitäten, die damit verbunden sind, sorgsam abgewogen werden. Zum Schluss noch ganz schnell zwei, jetzt nicht direkt frühe Stadien, Slides oder Studien, die auch in den Bereich Thorax-Onkologie gehören. Das eine ist noch ein Update bezüglich des Mesotheliums. Auch das hatte für uns einen gewissen Practice-Changing-Charakter. Und hier wurden jetzt sozusagen noch solidere Daten präsentiert, nämlich das 3-Jahres-Überleben aus der CheckMate 743 beim Mesotheliom. Da reden wir über eine Erstlinientherapie, Nivo-Ipi versus Chemo, die getestet wurde, im nicht resizierbaren Chlorambucil-Mesotheliom. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein 3-Jahres-Update und in dem Zusammenhang muss man sagen, können wir wenn wir uns die Kurve betrachten, kommen wir auf eine Hazard Ratio von 0,73 zugunsten der Immuntherapie versus der Chemotherapie, das mediane Overall Survival 18,1 versus 14,1 Monate, halten damit also durchaus eine sehr wirksame Option in der Hand und das ist auch konsistent über einen jetzt entsprechend langen Nachbeobachtungszeitraum. Die zweite Studie, die ich noch kurz erwähnen möchte, ist die Nivotymen-Studie. Auch das eine eher seltene Entität, aber die begegnet uns zumindest in den großen Thoraxzentren dann doch regelmäßig. Schwierig in der Behandlung und im Management. Hier wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Nivolumab bei Patienten mit vorbehandeltem Tumor
vom Typ B3 und Thymuskarzinom analysiert. Das ist eine Phase 2-Studie. Und auch da wurde sozusagen Nivolumab versus die Kombination Nivo-Ipi getestet. Fortgeschrittene Stadien mit einem entsprechend differenzierten Histologien, die dahinter stehen, aber innerhalb der Studie wohl balanciert. Und im Ergebnis kann man sagen, zeigte insbesondere die Kombination überzeugende Ansprechraten. Hier ist das PFS und Overall Survival gezeigt für Nivolumab als Monotherapie. Das sind Ergebnisse, die verglichen mit dem, was wir so aus der Chemotherapie kennen, durchaus überzeugend und vielversprechend sind. Es ist vor allen Dingen unter dem Toxizitätsaspekt sicherlich hervorzuheben, dass es sich dabei um nicht nur wirksame, sondern auch gut verträgliche Therapie handelt und das Konzept sich lohnt, mit Sicherheit weiter verfolgt zu werden. Da hoffen wir, dass es ebenfalls ein Phase 3 Design gibt, welches diese Daten berücksichtigt und am Ende zu einem Practice Change führt. Vielen Dank für den Part. Ja, lieber Thomas, vielen Dank. Ich will mal eine Frage stellen, bevor wir dann vielleicht auch dann schon weiterkommen, nämlich zu dieser Langart-Studie. Du hast ja gesagt, direkt Practice Changing, das war ja letztes Jahr auf dem ESMO schon vorgestellt und war in der Tat am nächsten Tag Practice Changing. Du hast ja erzählt, man muss jetzt mehr diskutieren. Da wollte ich mal fragen, was das genau heißt. Also wir haben ja vor dem ESMO letzten Jahres eigentlich doch sehr viel medicinal bestrahlt. Wir waren auch überrascht über diese hohe Toxizität, mit der wir so nicht gerechnet haben, die wir auch so bei uns eigentlich nicht beobachten. Und jetzt die Frage, bestrahlt ihr noch? Glaubt ihr, die Toxizitätsdaten sind auf uns, sage ich jetzt mal, übertragbar, auf unsere Verhältnisse? Und wenn ihr noch bestrahlt, bei welchem? Also tatsächlich wägen wir wesentlich genauer ab und bestrahlen deutlich weniger diese Patienten. Es gibt einzelne Patienten, wo man das Gefühl hat, das hängt dann sehr vor allen Dingen von dem T ab an der Stelle und weniger von dem N, wo man das Gefühl hat, da ist sozusagen eine erhöhte Sicherheit erreichbar mit einer Bestrahlung, insbesondere wenn eine Gefäßinvasion beispielsweise noch dabei ist. Das wird dann aber auch in der Gänze betrachtet und wenn der Patient einen entsprechenden Performance-Status hat, dass wir sagen, die Toxizität ist zumutbar, dann kann man im Einzelfall natürlich auch weiterhin bestrahlen. Aber dieser Algorithmus, jeder und alle, das sehen wir nicht mehr so. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass dann solche Daten, auch wir bestrahlen in einzelnen Situationen weiter oder immer wieder auch, dass wir diese Daten auch auswerten. Wir haben aber, glaube ich, etwas andere Bestrahlungsprotokolle mittlerweile als die in der Studie, wobei die waren da schon gut, aber mittlerweile sind auch wieder 10 Jahre vergangen. Das ist ja auch Zeit. Ja, ich glaube, dann übergebe ich jetzt mal an dich, es sei denn, es gibt Fragen aus dem Chat, sonst können wir die Chatfragen ja auch danach noch beantworten. Ja, ich möchte das jetzt ganz kurz knapp halten. Ich denke, Stadium 4, da hat sich in den letzten Jahren so viel gewandelt und jetzt kommen immer noch neue Komponenten hinzu oder Subgruppen werden analysiert. Das macht es für den Praktiker relativ schwierig, da noch sozusagen auf dem Stand zu bleiben. Die Subgruppen werden immer kleiner und die Studien immer komplexer. Ich denke, da bist du der Idealkandidat, uns ein bisschen die Richtung zu weisen, worauf es jetzt letztlich in der Praxis ankommen wird, aus den vielen Bits und Pieces, die da präsentiert wurden. Ja, vielen Dank. Die Richtung ist gut, weil es sind eigentlich wahrscheinlich Richtungen. Ich habe mal mir einen Untertitel erlaubt, The Quest for Markers. Ich glaube, wir werden in quasi allen Lebenslagen mehr Marker brauchen. Die Pathologen, du hast es ja schon in deiner Einladung auch kurz erwähnt. Die Pathologen, glaube ich, werden deutlich mehr zu tun bekommen, weil wir haben viele Fragestellungen, wo wir Marker brauchen und entsprechend auch eben die Expertise dazu. Kurz meine Disclosures. Und jetzt das dir, was ich immer zeige, weil im Stadium 4 ist es so, dass wir quasi zwei große Gleise haben, die am Anfang
auseinandergehen, nämlich die mit den Treibermutationen und die ohne. Und natürlich wirkt auch die Immuntherapie bei manchen, nicht bei allen Treibermutationen. Und natürlich kann man auch bei manchen Treibermutationen erst später eine zielgerichtete Therapie sinnvollerweise einsetzen. Aber am Anfang muss man wissen, mit welchen Tumoren man es zu tun hat. Und ich habe jetzt in einem frühen Vortrag mal bei diesem Dia diskutiert, ob das jetzt non-squamous richtig ist oder squamous oder all NSCLC. Da sind die Bücher noch nicht geschlossen. Wir haben da bei der Leitlinie ziemlich wild diskutiert. Und mittlerweile ist es so, also die Nicht-Plattenepithelkarzinom-Patienten sollten auf jeden Fall getestet werden. Auch die mit Plattenepithelkarzinom und wenig- oder Nierraucherstatus. Und man kann aber beim NNGM zum Beispiel alle NSCLC-Patienten im Stadium 4 einschließen. Und eigentlich müsste man eigentlich auch die frühen Stadien demnächst testen, weil es auch da, und nicht demnächst aktuell eigentlich schon testen, weil ja auch da mit Osimertinib in der Adjuvanz auch eine Substanz zur Verfügung steht. Und dementsprechend gibt es auch in meinem Vortrag oder bei der Kongressbetrachtung eigentlich zwei divergente Wege, nämlich die mit den Treibermutationen und die ohne Treibermutation. Zunächst zu den Treibermutationen. Da ist es so, jetzt beispielsweise EGFR, dass immer eine, auch das anhaltende Diskussion existiert, ist denn eine Monotherapie mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor denn gut oder sollte nicht es noch etwas besser gemacht werden durch Kombination mit einer Chemotherapie oder antiangiogener Substanz? Diese Diskussion ist anhaltend. Die Pro-Leute sind immer, dass man meistens ins Feld führen kann, ja, es ist ja doch ein bisschen effektiver, wenn man eine Kombination wählt. Die Konter immer in der Regel, ja, aber die Toxizität ist auch höher, das ist eine Dauertherapie, da muss man auch ein bisschen das in Betracht ziehen. Und eins dieser immerwährenden Themen ist die Frage EGFR, TKI plus Bevacizumab, also ein Anti-VEGF-Antikörper. Und da gab es zwei Studien, die ich nur ganz kurz darstellen möchte, nämlich Bevali, Erlotinib versus Erlotinib und Bevacizumab hat einen Vorteil im progressionsfreien Überleben gebracht und rechts davon zu sehen, auch numerisch zumindest im Gesamtüberleben, aber nicht signifikant. Das Schicksal wie fast alle anderen Studien. PFS Vorteil, OS nicht vorteilhaft. Und dann eine japanische Studie mit Osimertinib, eigentlich der Tyrosinkinase-Inhibitor, der wahrscheinlich am meisten bei EGFR-Mutationen, bei den Aktivierenden zumindest eingesetzt wird, auch mit Kombination mit Bevacizumab. Hier gab es weder für PFS noch OS einen Vorteil. Jetzt ist natürlich die Frage, warum zeige ich das hier, weil, ach Gott, ja, es ist eigentlich nichts Neues. Aber was ich ganz spannend fand, waren die zwei Signale. Nämlich einmal, dass bei den Patienten, die nie geraucht haben, in der Tat kein Vorteil gewesen ist. Das war in beiden Studien hier der Fall, hier jetzt beispielhaft von der japanischen Studie. Und die Patienten, die aber überhaupt mal geraucht haben, da gab es durchaus einen Vorteil für die Kombination. Und die Hypothese ist, ja, das liegt wahrscheinlich nicht so sehr am Raucherstatus, sondern an irgendwelchen Co-Mutationen. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, jetzt zunehmend machen müssen. Es reicht nicht mehr aus, im Arztbericht EGFR-Mutation reinzuschreiben. Natürlich müssen wir definieren, welche EGFR-Mutation und auch Co-Mutationen wie beispielsweise P53 ist etwas wichtig, weil auch davon hängt es ab, zum Beispiel, wie prognostisch relevant ist das, wie erfolgreich wird meine Therapie sein, wie häufig muss ich zum Beispiel restagen. Und das zweite Finding, was ich auch recht spannend fand, war auch wieder in beiden Studien, dass die Rate an Pneumonitiden, die natürlich bei einer Osimertinib-Therapie auftreten kann, dass die bei der Kombination anscheinend geringer ist. Was man daraus jetzt macht, ist schwierig, aber dieses Signal war eindeutig. Und wir sehen sozusagen immer wieder neue Aspekte, auch einer Kombination jetzt mit antiangiogenen Substanzen, die man früher so gar nicht wirklich eigentlich betrachtet hätte. Also interessante Signale, wir brauchen mehr Marker. Den Satz werde ich noch ein paar Mal bringen. Das Zweite ist, dass natürlich nach Osimertinib auch verschiedenste Ansätze überlegt werden, wie zum Beispiel die Kombination Amivantanab, das ist ein bispezifischer Antikörper gegen MET und EGFR gerichtet, und Lazertinib, ein anderer Drittgenerations-TKI, so wie ja auch letztendlich Osimertinib ein Drittgenerations-TKI ist. Und es gab verschiedene Studien, hier die Chrysalis-Studie, die gezeigt hat, dass die Kombination mehr Ansprecher hat als bei der alleinigen Therapie mit Amivantanab. Und die Chrysalis-2-Studie, die in der Dritt- und Viertlinientherapie auch jetzt wieder eine Ansprechrate von über 40% gezeigt hat. Also schon durchaus vielversprechende Daten. Auch wir haben die Substanz schon eingesetzt und ich kann sagen, ja, das ist durchaus
was Besonderes ein bisschen vom Handling her, aber nichts Wirkliches, wo wir sagen können, das ist nicht klinisch umsetzbar. Das kann man auch ambulant machen oder in der Tagesklinik letztendlich. Also durchaus eine Erweiterung, wenn man mal eine Zulassung hier voraussetzen würde. Ansonsten bleibt einem natürlich hoffentlich die Teilnahme an klinischen Studien. Ob man jetzt nun diesen Ansatz wählt oder einen anderen, auch das wird wahrscheinlich wieder von Markern abhängen. Es gibt zum Beispiel auch die Überlegung, dass man nach Resistenzen wie zum Beispiel MET untersucht und dann entsprechend bei MET-Expression oder Amplifikation auch einen MET-Inhibitor einsetzt und dann sozusagen wieder einen zielgerichteten Ansatz hat. Auch hier laufen Studien. Ein anderes Thema ist, dass auch seltene Mutationen, die nicht unbedingt auf dem Testpanel der kleinen Markersuche sozusagen steht, also nicht zugelassene, aber trotzdem seltene Mutationen, wo es zwar nicht zugelassen, aber durchaus auch vorhandene Therapiemöglichkeiten gibt. Das sind zum Beispiel HER2-Mutationen, meistens Insertionen. Und hier gab es verschiedene Studien, die auch jetzt wieder kurz präsentiert wurden. Eine mit Trastuzumab deruxtecan, letztendlich ein HER2-Antikörper, der mit einem Payload sozusagen gelinkt würde, also einem deruxtecan, einem Chemotherapeutikum, was dann angedockt ist an, an den Antikörper. Oder der Tyrosinkinase-Inhibitor Pociotinib, der hier bei Erstlinien NSCLC auch bei HER2-Exon-20-Insertionen eben getestet wurde. Also man sieht verschiedene Ansätze. Beide Ansätze scheinen gerade im Vergleich zu anderen Substanzen eigentlich auf den ersten Blick zu überzeugen. Die Ansprechraten hier gezeigt mit 55% und 44% doch sehr, sehr hoch, besser als jedenfalls die früheren Erfahrungen aus meist retrospektiven Daten. Und auch die ersten Daten zu PFS durchaus vielversprechend. Also man sieht, ja, das sind vielversprechende Daten. Die Publikation zu Trastuzumab deruxtecan wurde auch zeitgleich im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Und ein Thema, was natürlich bei den Antikörper-Drug-Conjugates allgemein ist, ist letztendlich die Toxizität. Da ist vor allem die Dosis möglicherweise eine Rolle, die da beachtet werden muss. Und dementsprechend ist die Rate an Promonitiden immer etwas, was man hier bei den Therapien mit im Blick haben muss. War in dieser Studie allerdings meiner Meinung nach noch akzeptabel. Das zweite ist, oder das nächste ist wieder ein anderer Ansatz, auch in der Rezidivsituation. Hier jetzt erstmal Treiber oder Marker unabhängig, bei nämlich einem Ansatz, der gegen TROP2 einen Antikörper hat, nämlich das Datopotamab, auch wieder als Deruxtecan, also mit gelinkt mit dem Payload sozusagen, ein Anti-TROP2-Antikörper, der jetzt hier in einer Phase 1-Studie getestet wurde. Entschuldigung, auch hier ist es so, dass die Toxizität natürlich beachtet werden muss, war hier jetzt etwas höher. Dementsprechend wird es hier, denke ich, auch bezüglich Dosis noch vielleicht ein paar Diskussionen geben. Aber es zeigt sich, dass hier bei doch sehr ausgeprägt vortherapierten Patienten, vor allem von EGFR, TKIs, aber es gab hier auch ALK und RET-Fusionspatienten, die nach TKI hier eingeschlossen werden konnten, dass doch immer, dass hier das unabhängig von der TROP2-Expression eigentlich zu einem Ansprechen führt, sodass wir wahrscheinlich in Zukunft verschiedene Ansätze haben. Einerseits die zielgerichteten Ansätze in der Rezidivsituation, andererseits gleich die etwas ungezielteren. Bei EGFR wäre das zum Beispiel die Kombination Amivantanab plus Lazertinib und hier vielleicht ebenfalls auch ungezielt das Datopotamab deruxtecan. Hier gibt es jetzt eine große Phase-3-Studie, die auch diesen Ansatz hier erneut untersucht und man darf mal gespannt sein, wie das Ganze, Phase 2 Studie war es, die auch weitergeht, da machen auch wir mit. Also es ist interessant, wie man sieht, diese Entwicklung, die dann doch bei zielgerichteten Strukturen wieder dann auch sozusagen zielgerichtet weitergeht. Als nächstes, ich muss mir so ein bisschen mein Handy hier wieder aktivieren, jetzt der Wechsel zum Immuntherapie-Block.
Patienten, die halt jetzt keine zielgerichtete Struktur haben, oder keine zielgerichtete Treibermutation, meine ich, ist es ja so, dass wir da eigentlich eine Immuntherapie alleine oder in Kombination mit Chemotherapie einsetzen. Bei hoher PD-L1-Expression haben wir mittlerweile 3 positive Studien, entsprechend 3 Zulassungen, nämlich die Cemiplimab, Pembrolizumab und Atezolizumab. Die Kombination mit Chemotherapie ist vor allem mit Pembrolizumab und Atezolizumab in verschiedenen Chemotherapiekombinationen. Und dann schließlich die Kombination IO-IO, also Anti-PD-1, Anti-CTLA-4 und 2-Zyklen-Chemotherapie, wie es eben durch die CheckMate-9LA-Studie letztendlich gezeigt wurde. Also diese Option haben wir. Dennoch stellt sich die Frage, ja, das sind am Anfang mit Sicherheit sehr überzeugende Therapieerfolge, teilweise auch wirkliches Langzeitüberleben. Aber was machen wir denn hier in der Rezidivsituation? Und auch da ist es die Frage, gibt es Marker zum Beispiel, die man besonders einsetzen könnte oder nicht? BFAS-Studie, das ist eine Studie, die immer noch ongoing ist. Auch da nehmen wir dran teil. Und das war der Versuch, dass man mit dem Tumormutationslast, dem Tumor-Mutational Burden, einen zusätzlichen Marker neben der PD-L1-Expression etabliert. Patienten wurden über das Blut, wurde der TMB-Status bestimmt und nur bei den hohen TMB-Markern wurde hier eine Studie aufgelegt, nämlich Chemotherapie versus Atezolizumab. Und hier war das PFS der primäre Endpunkt und zwar nur für die besonders hohen, nämlich mit der Blood-based TMB oder plasma-basierten Tumormutationslast von 16. Und diese Studie war diesbezüglich allerdings negativ. Man sieht keinen Unterschied zu das Atezolizumab versus Chemotherapie. Es ist die erste richtig prospektive Studie, die das so untersucht hat. Und dementsprechend, denke ich, ist damit die Tumormutationslast aus dem Blut mit diesem Mechanismus. Es gibt viele andere Ansätze, die Tumormutationslast zu bestimmen. Aber mit diesem Ansatz, glaube ich, kann man die Tumormutationslast erstmal ein bisschen hinten anstellen. Er hat keine unmittelbare Konsequenz für die Klinik. Es gibt jetzt andere Kohorten, die jetzt in der BFAS-Studie untersucht werden, also letztendlich eine breite, letztendlich auch eine Basket-Studie, wo man versucht, verschiedene Ansätze dann eben stratifiziert eben anzugehen. Interessant war hier, dass Platinum-Karzinom-Patienten weniger Nutzen hatten als die nicht Platinum-Karzinom-Patienten. Das wurde dann damit erklärt, dass die Tumormutationslast bei Platinum-Methyl eigentlich durchgehend ähnlich hoch ist und deswegen kein Diskriminierungsfaktor besteht zwischen den Patienten, die eher ansprechen und denen, die weniger ansprechen. Und das Zweite ist halt diese Rezidivsituation. Es gibt da verschiedenste Ansätze, die man in klinischen Studien mittlerweile vorfindet. Und eine Option ist, dass eben nach der Immunchemotherapie-Kombination direkt wieder eine Immuntherapie eingesetzt wird, diesmal in Kombination mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor, der letztendlich nicht nur antiangiogen wirkt, also gegen KIT und VEGF-Rezeptor 2, sondern auch noch immunmodulatorisch ist, nämlich AXE und MER, und dementsprechend hier die vor allem die tumorassoziierten Makrophagen eben modifiziert und so versuchen soll, mit der auch zusätzlichen antiangiogenen Modulation, die ja gleichzeitig auch auf die dendritischen Zellen einwirkt, dass man da sozusagen dann diese Immuntherapie nochmal reaktiviert. Und dieses Konzept wurde in einer einarmigen Phase 2-Studie hier untersucht. Progressionsfreies Überleben mit 5,7 im Median doch recht gut. Gesamtüberleben 14,9 auch durchaus akzeptabel. Und man sieht in dem Swimmerplot, dass doch einige Patienten auch sehr lange zu profitieren scheinen. Also auch hier wieder der Schrei nach Markern. Können wir Patienten herausfinden, die genau davon besonders profitieren? Und es läuft derzeit eine große Phase 3-Studie für Patienten eben direkt nach Immuntherapie Progress, die dann in die sogenannte SAPHIR-Studie eingeschlossen werden können. Es ist gar nicht so leicht, dafür Patienten zu suchen, zu finden. Wir versuchen das schon seit ein paar Wochen. Aber weil eben die Patienten wirklich unmittelbar danach dann letztendlich in diese Studie dann eingeschlossen werden müssen. Auch darf keine Chemotherapie dazwischen gegeben werden. Ein ganz anderer Ansatz, den ich nur bringe, weil ich ihn wirklich spannend fand, ist eigentlich dieser Ansatz, ähnliche Situation, was mache ich nach einer Immuntherapie? Als diese Studie aufgelegt wurde, diese Atalante-1-Studie,
gab eigentlich der Standard Erstlinien reine Chemotherapie, Zweitlinie Immuntherapie. Und sozusagen war das dann eine Drittlinienstudie, die dann geguckt hat, Docetaxel versus eine Impfung mit einem Anti-Cancer-Vakzin gegen 5 Epitope, sind da links aufgeführt. Und damit hat man versucht, eigentlich besser effektiv zu werden als eine Chemotherapie mit Docetaxel und Pemetrexed. Und damit man eine Wahrscheinlichkeit hat, hat man einen klinischen Parameter genommen, nämlich 12 Wochen mindestens Ansprechdauer oder mindestens Stable Disease auf eine, wie gesagt, vorherige Zweitlinien-Immuntherapie. Sozusagen klinischer Marker, dass man die Primärresistenten rausnimmt. Und es zeigt sich, dass hier das Gesamtüberleben doch deutlich besser gewesen ist für die Impfung versus die Chemotherapie. Wurde von Benjamin Bess gezeigt auf dem ESMO. Also positive Studie, man könnte sagen, prima, das ist ja jetzt endlich wieder ein neuer Ansatz. Das Problem ist nur, das Setting hat sich mittlerweile geändert. Wir haben jetzt eine Chemoimmuntherapie im Erstlinien-Setting als Standard. Und da fällt der Marker weg, weil da weiß ich nicht, was ist denn da jetzt hier eine primäre Resistenz, weil das wird letztendlich verdeckt von der vom Ansprechen der Chemotherapie. Und dementsprechend ist jetzt so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir? Wir haben hier einen interessanten Ansatz, können das aber eigentlich nicht mehr auf die heutige Situation übertragen, brauchen auf jeden Fall erstmal eine Studie wieder zu einem, wie auch immer sich ausgedachten Szenario. Also auch hier, wir bräuchten idealerweise einen Marker, um eben auch so einen Ansatz, Ausschluss von primärer Resistenz, wieder überhaupt testen zu können. Sozusagen meine Take-Home-Messages sind damit, wir haben deutlich mehr therapeutische Optionen. Wir werden immer mehr therapeutische Optionen bekommen, sogar für seltene Untergruppen. Ich glaube, die molekulare Testung ganz am Anfang kann gar nicht häufig genug betont werden. Und es wird längst Zeit, dass wir sie auch im frühen Stadium integrieren. Damit meine ich das Stadium 1 bis 3b. Und es ist so, wir haben über 10 Jahre gebraucht, um einerseits die meisten und nicht alle Kostenträger zu überzeugen, das im Stadium 4 durchzuführen. Wir schlagen uns immer noch rum mit der Frage stationär oder nicht stationäres Setting. Und ich hoffe, es dauert nicht 10 Jahre, bis wir das im Stadium 1 bis 3 hinkriegen. Und darüber hinaus werden wir uns definitiv auf viel mehr Retestungen einstellen müssen. Das ist nicht nur für die zielgerichteten Strukturen, das gilt auch für Patienten nach Chemoimmuntherapie, weil auch hier haben wir zunehmend Optionen. Und ich glaube, es ist wichtig, wir müssen uns vernetzen, wie wir das jetzt hier zum Beispiel auch mit diesem Asklepios-Kongress eigentlich sehr gut machen. Und ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen unsere Möglichkeiten der Vernetzung, auch der Teilnahme an klinischen Studien, dringend verbessern und auch intensivieren. Letztlich hat das Vorteile für alle. Natürlich wird es nicht so sein, dass Patienten von Hamburg regelmäßig nach Gauting fliegen werden, wobei einen Flughafen haben wir auf jeden Fall in München. Aber das letztendlich das natürlich nicht unbedingt umsetzbar ist. Aber vielleicht gibt es doch durchaus Möglichkeiten, an Studien sich gegenseitig so zu aktivieren, dass man sieht, ja, da gibt es Ansätze, weil zum Beispiel für zielgerichtete Strukturen lohnt sich eine weitere Antwort schon. Wir haben Patienten, die kommen teilweise 5 Stunden angefahren oder auch teilweise angeflogen zu uns. Und wir brauchen insgesamt mehr Marker, um eben hier signifikant voranzukommen, um unsere therapeutischen Optionen zu nutzen. Und mit diesem quasi Aufruf möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei den Organisatoren bedanken für die Einladung. Bei dir, Thomas, für die Gestaltung und bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Ja. Dann. Hallo? Ich glaube, jetzt bin ich wieder zugeschaltet und die Frau Schilling. Ich glaube, wir kommen zu einem Ende, Frau Schilling, wenn ich das richtig sehe. Also erst einmal vielen herzlichen Dank nach Gauting und nach Gießen, sage ich mal. Fiel mir auch auf dem Weg von Hamburg nach Gauting. Fährt man quasi an Gießen und Marburg vorbei. Also es ist sicher sinnvoll. Und wir werden uns ja häufiger miteinander austauschen in nächster Zeit. Auch der Professor Wähler ist ja neu in Gießen. Und ja, wir sind fast pünktlich fertig geworden. Also ich glaube, also eigentlich pünktlich, wenn man so Veranstaltungen kennt. Also mir hat es großen Spaß gemacht hier. Es war ein bisschen, wie soll ich sagen, nervös, jetzt der falsche Ausdruck, aber mit der Technik. Vielen Dank, dass es auch so gut geklappt hat an das ganze Team. Und ja, Ihnen, Frau Schilling, auch für die Unterstützung. Und dann denke ich mal, werden wir das
Schlusswort aus Hamburg hören. Ja, ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz, ganz herzlich für die spannenden Beiträge bedanken. Herr Wündisch, bei Ihnen für die charmante Co-Moderation auf die Entfernung. Das hat richtig gut geklappt, finde ich. Herr Neubauer hat für mich den Satz des Tages gesagt, wir leben in einer spannenden Zeit. Das tun wir, das hat der heutige Tag gezeigt und das wird morgen, glaube ich, auch noch so weitergehen. Morgen steht er im Zeichen der gastrointestinalen Tumore und der urogenitalen Tumore und ich freue mich schon auf morgen. Ich hoffe, Sie auch und ich hoffe auch, Sie sind alle wieder mit dabei und damit tschüss aus Hamburg.